Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einem neuen Livestream. Mein Name ist Hans-Paul1 und heute mit dabei sind zu Dead by Daylight die liebe Angelique Hallo. und der Tony. Moin. Ja, letzten Endes haben wir uns dazu entschieden, eine Runde Dead by Daylight zu dritt zu spielen. Ich hatte noch eine vierte Person gefragt, hat leider abgesagt. Ist nicht schlimm. Wir werden uns so unterhalten irgendwie. Die Kurzfassung ist: Ich möchte allen Abonnenten erstmal danken, dass sie da sind. Diesen Spiel danke ich gerade nicht, weil es nicht das macht, was ich ihm sage. Okay, dann streik halt. Okay, dann stelle ich das so lange ein. Ich begrüße alle Abonnenten namentlich. Es sind gestern einige dazugekommen, deswegen kann das gerade ein paar Sekündchen dauern. Ich danke CrazyMaxoTV, dem lieben PaulLOL007, RamboDieschen, dem Sirot96, den Steven953, dem TwitchZocker666, der lieben Kira, dem lieben ekelhaftes John, dem Tonys Bizarre Adventure, der Wolfie-Chan und mir selbst, dass sie abonniert haben. Und ansonsten Dankeschön an die Moderation, wenn sie dann da ist, an alle, die gerade zuschauen. Ich sehe, das Bild wird total verändert, wenn ich das so mache. Ja, ich würde gleich sagen, wir beginnen gleich. Ihr werdet gleich wieder Ton hören. Du bist auch schon wieder da, ne? Ja, das passt gerade super zusammen hier. Nochmal für alle, folgt mir gerne auf Instagram. Häufig tanken. Genau, ihr habt die Befehle im Live-Chat, die könnt ihr natürlich auch offline nutzen. Ausrufezeichen Discord, da kommt ihr auf den ultra geilen Discord von Hansball1. Da könnt ihr im Prinzip mit allen reden über alles und die Moderatoren sind für euch den ganzen Tag da. Hier wird auch der größte Rotz mit reingeschickt, also im Prinzip ist auf jeden Fall alles für euch dabei. Ihr könnt mit abstimmen, Spielevorschläge schicken und grundsätzlich mit uns diskutieren. Ich freue mich, wenn ihr dann da seid. Jetzt sehe ich auch den Chat, falls dann jemand mal schreiben sollte. Einen wunderschönen guten Abend an die Community und jetzt nochmal kurz dazu zurück. Ausrufezeichen YouTube, da kommt ihr auf die Cloud. Ich fange mal an, die auf bereit zu drücken, ne? Sonst dauert das noch ewig in 3 Tage. Ach, da war ja was. Erstmal irgendwas einstellen. Wahre Fans von dem Spiel werden mich erschlagen, wenn ich mal irgendwas reinmache. Stufe 40. Ja, die neuen Befehle sind da, lieber Paula Delo. Wir haben neue Befehle. Also ein paar habe ich rausgenommen, ein paar neue habe ich rein. Ich habe ein bisschen was teilweise an den Preisen geändert. Schaut es euch einfach mal an. Ich hoffe, eine Moderation kommt dann auch rein, weil die werden ab jetzt demnächst mal mehr gebraucht. Aber ich glaube, einer saß schon AFK drin. Also, wenn er gerade noch Wursten ist, dann schon mal gr schöne Grüße von der Toilette. Und die anderen werden sich dann wahrscheinlich schon langsam hier begeben. Wir spielen heute mit Jake Park, also ich spiele den ganzen Abend mit Jake Park. Ich glaube, Angelique spielt heute mit Mac Thomas. Ich ist die einzige, die ich momentan spielen kann. Okay, und Tony spielt mit dem Anzugtypen. Genau, natürlich mit Lila und Truck Ride. So, Paul hat der Leute halt Haltung annehmen, er hat ausgegeben. Was macht das, wurde gefragt. Ganz einfach. Wenn ich da sitze wie der letzte Gollum, bitte einmal reinmachen. Manchmal kriegt man es nicht mit. Dann setze ich mich nochmal ordentlich hin. Im Prinzip ist es sinnlos. Würden jetzt einige sagen, es kann aber echt sinnvoll sein, wenn man im Stream beim Leiden zusieht, um es in ein paar netten Worten zu formulieren. 100 Kanalpunkte. Und wir machen die Welt zu einem besseren Ort. Wir hatten vorhin eine Proberunde gespielt von ein paar Stunden und ich muss euch wirklich sagen, wir hatten wirklich eine Ladezeit von 10 Sekunden. 10 Sekunden. Ich dachte mir, Gott, wie geht denn das so schnell? Ja, dann war es das gewesen, ne? Ach genau. Ausrufezeichen Instagram. Nicht Insta schreiben, Instagram. Da kommt ihr auf den Instagram-Account von mir, der auch in mit Moderation sozusagen mit der lieben Wolvi-Chan bearbeitet wird, da sie veröffentlicht dort auch für mich stellvertretend News und gibt euch Updates zu bestimmten Themen. Das ist kein Problem. Schaut einfach mal vorbei. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr dort abonniert oder followt. Wie war das? Bei mir auch. Meines Freundes.
Ja, guckt einfach vorbei. Würde ich mich freuen. Und ich dachte, es geht hier schneller. Diese Ladezeit, ne. Naja, in der Zeit können wir uns noch ein bisschen unterhalten. Na klar, dafür sind ja die Ladezeiten da. So, ich habe eine neue Freundschaftsanfrage bekommen von irgendeiner Nutte, von irgendeiner Gestalt auf Facebook, die ich nicht kenne und irgendwie also wieder nur Sex will. Das ist echt krass. Ne? Solche Seiten sind echt voll damit, mit so einem Zeug. Ich muss leider anmerken, leider. Bitte verurteile mich nicht. Das ist erst meine dritte oder vierte Runde. Wir verdammen also, dich nicht, alles gut. Also ich hab schon bei Rocket League schon Leute mitspielen sehen, das war jenseits von Gut und Böse. Hust, Hust, Max Rocket League. Ja, Wassermarsch kommt sofort. Und wenn ihr bereit seid, klickt ihr unten rechts auf den Button. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Muni. 199. Schön, dass du da bist. Wassermarsch wurde eingelöst. Ich habe es auch gerade bewirkt. Ich muss aber nachfüllen. Also anderthalb Flaschen Wasser habe ich noch da und anderthalb Flaschen Limonade. Darf man das so nennen? Ich bin kein Freund, der Fanta sagt. Oder Orangenlimonade. Ein Illuminatendreieck wurde in den Chat geschickt. Also hier ist keine Verschwörung am Werke. Wir hoffen zumindest... Ach so, da ist der Milkman, wie nennt. Ich musste gerade ein bisschen über den Namen schmunzeln. Milkman. Ach komm, ich bin schon wieder gemein. Ich denke mir bestimmt irgendwas Zweideutiges dabei und ihr denkt, der ist doch pervers. Ach nö, typisch du. Typisch du, na das war doch klar. Freund der Fanta-Story. Ja, danke. Okay, mal gucken, in welchem Psychoterror wir hier angekommen sind. Ich glaube, Toni brauche ich nicht begrüßen. Auch wenn er das lustigste Emoji reinschickt. Wir spielen gegen den Wandler. Ach, den Wendler. Na, schön. Oh Gott, das wird furchtbar. Ich wollte nur den Chat anmerken. Nicht zu viele Emojis auf einmal spammen. Also ab 4 Emojis bekommt ihr eine Abmahnung vom Nightbot. Einige haben das schon zu spüren bekommen. Ja. Behandlungsbereich in Larrys Gedenkinstitut, denn das sind wir doch richtig. Wer ist hinter mir? Achso, der Typ, den ich nicht kenne. Der Milkman. Ich hab dir was geschrieben. Kannst mir? Achso, ja gut. Sehr lustige Geschichte. Auf Instagram, WhatsApp oder Tinder? Ja. Vorzugsweise auf Scrubby. Das besitze ich nicht, das ist doof. Nee, auf WhatsApp. Ah, okay, das besitze ich schon. Ich kann das umstoßen, bitte? Achso, das sind die Wände daneben. Wow. Herzlichen Glückwunsch, du verdienst keinen Orden. Schade. Weil du hast das so laut gemacht. Muss es gedrückt halten, wenn du es langsam machen möchtest. Ich bin gerade zu blöd, einen Generator zu finden. Ja, ich auch. Ich komme nicht mal raus. Ich glaube, wir sollten zusammenbleiben. Nö, nö. Das ist absolut unvorteilhaft, wenn der Mörder, der Killer kommt. Ja, stimmt. Oh, ich sehe ihn. Hi. Oh Gott. Oh Gott. Hier runter? Stopp ich an. Ich glaube, hier ist nur der magische, böse Keller. Ja. Ja, wo? Ist hier ein Generator? Hier ist ein Generator. Leute, hier ist ein Generator. Ich bin irgendwie am Arsch der Welt. Als ob ich den Generator vorher nicht gesehen habe. Ja, jetzt hab ich, ich wollte durch so einen Gang gehen, hab versucht, so ein Ding umzuschmeißen. Und hab es einfach vor mir umgeschmissen. Bin da nicht mal durchgekommen. Schon wieder? Was macht der denn? Der ist hier. Renn weg. Hä, was? Oh Gott! Das ist jetzt wenigstens bei euch. Ja. Ich hab eine Kiste gefunden. Geil. Oh Gott, das ist ein grauenvoller Map. Ich sehe sogar auf deinem Bildschirm, wo ist, weil ich den Stream auf habe. Ich habe eine Schriftrolle gefunden. Eine Karte.
Warum bin ich so laut? Ah, ich hab diesen Stalker. Ich bin so alt, hol. Oh ne. Er ist ja Heilung. Warum? Oh! Warum? Hallo? Mich mit. Der tötet mich. Und rennt weg. Tot. Nee, also nicht tot in dem Sinne, ich lieg nur rum, aber der holt mich nicht und hängt mich irgendwo hin. Ja, ich hab mich gerade schon gewundert. Du liegst der Welt zu Füßen? Ja. Der rennt weg. Der schlitzt mich auf und rennt weg. Ich hab mich gerade gar nicht gesehen. Harald. Der schlitzt mich. Rennt einfach weg. Ist der komplett geistig behindert? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt nimmt er mich mit. Warum nimmt er dich jetzt mit und mich hat er nicht mitgenommen? Ich verstehe den Typen nicht. Ach, keine Ahnung. Vielleicht mag er mich mehr. Oder eben dich nicht mehr, weil er sich ja deswegen als erstes aufhängt. Ich sehe schon, der ist sehr frauenfreundlich. Ach, jetzt hänge ich wieder ab. Wunderschön. Also abhängen finde ich ganz schön cool eigentlich. Ist er noch bei dir? Keine Ahnung. Ey! Ja. Schmerz. Genau, fass mich an. Fass mich beide an. Genau so. Oh, das war toll. Oh, danke. Ich werde von The Milkman geheilt. Oh ja, danke. Was zum Geier macht ihr denn für schmutzige Sachen? Und du bist nur neidisch, weil du nicht eingeladen bist. Ich bin ganz froh, in meiner Ecke hier hinten zu sein. Hilfe, ich höre hier was, ich höre hier was. Wo? Hilfe. Herzlichen Glückwunsch, du bist nicht taub. Was, solange du was hörst, ist alles gut. Ich bin an die andere Seite der Karte gerannt. Oh, wundervoll, danke. Das ist der Killer. Oh Gott, oh Gott, au! Louis scheint die Map bei mir nicht zu bewirken. Wirken klingt gut. Ich habe eine Map gefunden, ich weiß aber nicht, wie ich sie einsetzen kann. Ich verstehe diese Map nicht. Keine Ahnung, was ich mache. Aber ich glaube, ich bin mit dem Morgen. Ich habe noch nicht einen Generator gefunden, den ich. Also, ich habe auch einen Generator gefunden, aber ich weiß nicht, wie weit er mit Wolfi ist. Ich habe jetzt den Eingang gefunden, der Ausgang. Wo ist er? Hier ist ein Mörder hinter mir. Hilfe. Gut, dann habe ich Ruhe. Du lenk ihn ab, okay? Wer war gerade vor mir? Der Mörder kommt, der Mörder kommt. Also, ich bin's nicht, ich repariere den einen Generator. Ich habe einen Poster gefunden. Ich höre den Mörder. Er ist hinter mir. Oh, da liegt ja einer. Da liegt ja einer. Ja, ich lieg hier. Ja, ganz jetzt schön. Jetzt haut er ab. Oh. Jetzt haut er mich. Wo ist der dritte Typ? Der andere, also. Oh, genau neben dem Haken. Hello, please help me. I'm on the Hacken. Der liebe CrazyMaxoTV hat jetzt geschrieben, dass er da ist. Deswegen wünsche ich dir auch einen wunderschönen guten Abend und 25 Bits wurden gecheert. Vielen Dank dafür. Du hängst da so ab? Da hole ich dich mal lieber runter. Fass mich an. Fass mich an. Achso, ja, stimmt. Ich bin da. Du hältst. Oh, tut mir leid. Jetzt nimmt der Wichser mich mit. Was erwartest du denn auch? Lass immer Space drücken. Ich bin hier bei dir. Fuck, er hätte mich fast... weg, Hände weg, nach links, danke. Hilfe. Er will mich. Deswegen, ich wollte dich erst runterhängen, so. Oh, danke. Das war echt kurz vor knapp. Ja, renn du erstmal weg. Daraus ist jetzt suboptimal, weil da kommst du nicht weiter. Ja, das ist dann der Ausgang, ist glaube ich der Ausgangsbereich, wo das war. Ach ja, ganz toll, der nächste hängt am Haken, der hängt auch ab. Ja, warte. Darf ich reparieren oder soll ich kommen? Keine Ahnung. Reparieren, ich mache mich produktiv und repariere. Ihr schafft das schon, ich vertraue euch. Ja, ich glaube mehr oder weniger so. Aber kann ich dich heilen, oder? Hier ist ein Ding, ja, bitte nicht direkt den Marken. Der Mörder ist bei mir. Dann nehme ich. Ja, wo bist du jetzt hin? Ja. Fass mich an. Der war doch gerade. Kann mich mal jemand heilen? Ich störe hier die ganze Zeit rum, wie so
keine Ahnung. Der ist doch gerade hier lang gelaufen. So, die Vorhersage ist draußen. Ihr dürft eure Einsätze geben. Darf ich euch mitteilen von lieben Crazy Maxio. Also ihr beiden nicht, ich meine dann die Zuschauer, die zuschauen. Was war das? Alter, ich stehe hier rum wie so ein Potzer. Aua, hallo. Sag doch. Pornostar in Dead by Daylight. Wegrennen. Ich hoffe, der Mörder kommt von vorne, dann wird er Milkmans erst angegriffen. Ah, da ist er wieder. Ja, mich natürlich wieder zuerst. Das ist gut, was ihr macht. Egal, wie ihr das hinkriegt, ist es super, was ihr macht. Ja, danke. Kein Ding, wir machen hier in aller Ruhe weiter. Ich hänge schon wieder ab. Au, ich bin tot. Oh, abhängen klingt eigentlich nicht ganz gut. Ich finde das entspannend und meditativ. Das ist, oh, ich bin weg. Jetzt ist der Spieler bei mir. Scheiße. Ich muss doch mal mit dem Timing, muss ich mir das nochmal angucken, wie ich das time mit dem Scheiß. Wisst schon was. Geht doch da. Oh Gott. Hast du gelesen, was ich durch den Server geschrieben habe? Ich bin wirklich dabei hier. Achso, du bist schon tot. Scheiße. Ja. Achso, tut mir gerade leid für euch, ne? Aber ich muss irgendwas machen hier. Ich hoffe, dass der Milkman zu euch kommt und euch hilft, aber ich glaube, der rennt auch nur rum und weiß nicht, was er tut. Ja, das war's jetzt hier für mich. Tut mir leid. Aber da kann ich jetzt wenigstens wohnen. Okay, wenn der da hinten gerade war, habe ich bestimmt noch ein paar Sekündchen Zeit, das zu reparieren. Oh oh. Komm doch her. Danke für die Enterung. Ich bin gerade vor dem Mörder geflohen. Ich frag mich nicht, wie ich das hingekriegt habe. Gott. Ich weiß nicht, wie es dem Milkman geht, aber ich hoffe, er lebt noch. Scheiße. Du musst es jetzt alleine irgendwie. Wie allein? Ach so, weil der. Ach so, ja, gut. Noch dabei sein. Irgendwer ist mit mir gestorben, ich weiß aber nicht wer. Dein Kumpel, Freund und Helfer. Ach so. Ach so, nur der. Dann ist okay. Ich habe irgendwie das böse Gefühl, dass ich das nicht hinkriegen werde jetzt. Der ist zwar mit dem Milkman beschäftigt. Also ich muss sagen, ich glaube an dich, aber ich habe 500 Punkte gegen dich gesetzt. Gut, das ist motivierend. Danke. Also, es stört lieber. Nein, ich versuche es irgendwie zu schaffen. Jetzt öffnet sich doch, glaube ich, dann die Sache schon der Flucht. Scheiße, der kommt bestimmt jetzt auf. Was mache ich jetzt? Ich renne. Tut mir leid für den Typen. Jetzt ist er tot und du lebst noch, kannst du? Jetzt musst du dich doch diese wie heißt das noch? Diese Fluchtklappe musst du dich doch öffnen. Für den Typen, ja, aber der hängt ja. Achso, du bist jetzt auch tot. Okay. Ich hab gewonnen. Ach so.
Hilfsbereit habe ich volle Zahl. Lichtgestalt habe ich volle Zahl. Flüchtling Silber und ungebrochen Gold. Ach, du bist entkommen, oder wie? Ja. Ich sagte ja, das wird ja richtig knapp, aber der hat den Milkman zuerst gefasst, hat ihn genommen und oben aufgehängt. Und ich dachte so, okay, überlebe ich das jetzt? Überlebe ich das nicht? Weil das schon sehr knapp aussah. Aber am Ende ist er dem Typen anscheinend, war der wesentlich weiter hinten gewesen. Oh, er mag das Team nicht, in welchem er ist, und er meint mich selbst und... Hä, was? Wie jetzt? Na, guck mal in den Chat da. Also, bist du noch in dem... in der Runde drin? Nee, gut, ist egal. Na, warte, ich kann noch auf Twitch gucken. So, nochmal an alle anderen einen wunderschönen guten Abend zu der Bad Daylight heute. Wir werden bis ca. um 11 und halb oder halb 12 dieses Spiels streamen. Sollte es dann noch Bedarf oder Interesse geben an einem anderen Spiel, dann bitte entweder die Abstimmung dazu starten oder mir irgendwie das mitteilen, dass ich das einplanen kann. Danny der Coole folgt jetzt. Ja, Dankeschön für das Follow und wie viel war ich noch von den 80 Leuten entfernt? Ich glaube drei Leute. Jetzt haben wir die 77, das ist eine Schnapszahl. Ach, du kannst nur bestimmte Sachen, wenn du bestimmte Sachen im Skillding auswählst, gehen andere wieder weg. Kannst du nicht mehr nehmen. Wusste ich gar nicht. Ich habe schon mal auf Breit gedrückt, für den Fall aller Fälle. Stimmt. Auf Breit. Auf Breit. So, wieder den größten Müll ausstatten und los geht die Sache. Ach, wo geht denn das? Ach, da. So, die zweite Moderation hat mir geschrieben, dass sie dann ein paar Minuten später kommt. Ist noch und alles gut, hab ich geschrieben. Gibt Schlimmeres. Also auch an die Community draußen. Hier wird keiner genötigt, gezwungen, die Streams zu kommen. Das wäre es ja noch. Was ist überhaupt die Frage dieser Vorhersage? Du überlebst doch. Achso, das gilt für die nächste Runde. Mhm. Sieht sehr interessant aus. Dafür könnt ihr ja eure Kanalpunkte nicht warten. Oder waren das Kanalpunkte? Die man einlöst. Doch genau, mit Kanalpunkten voraussagen. Wer das möchte. Also so wie ich das verstanden habe, ist das ein interessanter Gag. Ihr müsst nicht so viel ausgeben. Manchmal reichen auch 10 Kanalpunkte, die man mal mitnimmt. Was geht? Hast du es gerade gehört, aber wir sind auch klang wieder auch mal über uns. Nö, alles gut, ich habe nichts gehört. Ich weiß nicht, was sie so oben gerade machen. Das sind so Leute, die sind den ganzen Tag zu Hause und dann abends 10:30 fällt ein, dass sie ja gar nicht wohnen möchten. Doch, gestern haben die auch rumgeschrien. Oder vorgestern. Was haben die denn gemacht? Die haben letztens auch schon, als wir eingezogen sind, da haben die mal nachts um 12 rumgeheult wie Wölfe. Und dann rumgeschrien wie Indianer und so eine Scheiße. Ah, meine Vorhersage wurde auch nicht gewertet. Krass. Diese Welt ist so verrückt und dabei ist das alles nur Thüringen. Ohne den genauen Standort zu verraten, also. Warte, ich krieg mal. 77 Follower sind das. Krass. Also, ich erinnere mich noch vor 2-3 Monaten saß ich hier und ich hatte mir gedacht, das läuft nie im Leben, ne? Saß ich bei 49 Followern. Plötzlich kam das dazu, der dazu, diejenige dazu und plötzlich waren es doppelt so viel. Ich meine, 77 Leute? Tja, du hast mich ja jetzt mich als Social Media Beauftragte. Und jetzt geht's bergab. Nee. Genau. So, die Vorhersage ist zu Ende. Ich lasse mich dann überraschen, wie es ausgegangen ist. So einen groben Einblick habe ich mir tatsächlich auch noch gegönnt, aber ich bin mal gespannt, wie optimistisch oder pessimistisch die Community über mich denkt. Ich habe, bevor ich gewotet habe, waren 66% dafür.
Was bekomme ich? Bevor ich gewotet habe, waren es noch 66% für dich. Also so 2/3 zu 1/3. Naja, muss man mal gucken. Ich habe auch noch für dich gewotet. Das musst du ja. Sonst hättest du ja auch in dich kein Vertrauen. Ja, naja, wer weiß. Also wenn ich dabei bin, kann es so schief gehen. Ach, das wird schon immer, das wird sowieso schief gehen. Ich meine, wie oft gewinnt man denn bei Dead by Daylight? Also, wenn du nicht gerade wie in diesem Fall hier einen Killer hast, der nicht so gut ist. Also es gab teilweise Runden, da waren sie alle gleich platt. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe noch gar keine Runde gewonnen. Ist aber, glaube ich, auch gerade meine zweite Runde oder so gewesen. Ach, das wäre es noch. Kommt alles noch. Jetzt hat's was gefunden. Sehr gut. So, aber eine vierte Person ist trotzdem nicht da. Ach. Ist doch egal. Ah, guckt euch an. Wie heißt der? Alpha Grinz. Alpha Grinz. Und wenn ihr bereit seid, drückt ihr unten rechts auf den Button. Der Killer ist nicht so weit. Tja. Das ist ein Spätkommer. Wie war das besser zu spät kommen als zu früh? Das ist die Ansichtssache des jeden Einzelnen. Oh, ich wollte gerade was im Chat schreiben. Meine liebe Moderation schreibt, dass die Vorhersage jede zweite Runde stattfindet. Das nehme ich jetzt erstmal so zu Protokoll. Für euch heißt das natürlich für den einen oder anderen Geld, Kanalpunkte in dem Fall loswerden. Ich glaube, nee, dafür kriege ich kein Geld, kann ich ja so sagen. Aber für einen Unterhaltungszweck. Die trampeln bei uns. Oh. Wer trampelt bei euch im Raum rum? Nein, die über uns, die trampeln schon wieder rum, die Vollidioten. Naja, macht nichts. Aber wenn du überlegst, wie du manchmal hier durch die Wohnung trampelst. Einen wunderschönen guten Abend an den Steven053, der dazugekommen ist. Schön, dass du da bist. Wartet ja, mal ganz kurz, ich mute mich nur kurz. Von mir auch, folgt mir auf Instagram. Ja! Folgt mir auf Google Maps. Folgt mir auf Twitch. Das ist gerade unpassend, ich bin in ein paar Sekunden wieder da, ihr fangt schon mal an, ne? Ja, ganz toll. Genau in der Runde, wo ich mal für dich gewettet habe, ne? Ja, ganz schlecht. Also wenn ich dabei bin, wird das sowieso nichts. Oh Gott! Wenn wir jetzt verlieren, ist Hans schuld. Ich hab irgendwie... Oh mein Gott! Alter, was ist das denn für ein Killer? Also das ist so ein ganz komischer Typ hier. Oh, hier ist eine Kiste mit seinem Hakenraum. Ja, ich guck dich jetzt mal Hilfe. Alter, der stößt irgendwie Stromstöße ab oder sowas. Hä, was ist das? Ich hab keine Ahnung, das letzte, was ich beim Spiel mitbekommen habe, wovor. Alter, was ist das denn für ein Killer? Die haben mittlerweile so viele neue Killer rausgebracht, dass ich hab da keinen Überblick mehr. Keine Ahnung, was das ist. Tinger, warten, Hilfe. Ja, ich rette dich mal, die macht den Generator hier gerade weiter. Ja, ich komm nicht vom Hafen. Ja, ich komm nicht sonst offen. Warte mal auf, ich bin gleich bei dir. Du Stück mit. Warum geht das so schnell? Weiß ich doch nicht. Komm mit mir. Ich fass dich an. Komm her. Psst, psst, psst. Oh ja. Heil mich. Oh, geil, oh. Totales Chaos, wenn Hans nicht da ist. Jetzt hängt der andere Typ dran. Es tut mir wirklich leid von meiner Seite. Hallo. Oh, hallo, Sachte. Immer Sachte. Glaub ich auch. Ich lass dich da hier liegen, ne? Ja, das war ein Hans ist tot. Gleich, oder so. Ach, das ist Hans gewesen? Ja. Ich hab den Typ eben auf. Ich frage doch, was ihm jetzt zu lachen. Nee, ich denke nicht. So, alter Schwede. Lass dich zurück. Alter Schwede, was ist denn das? Ich komm wieder an Wert erhängt. Ich hab schon gesehen.
Das ist so ein richtig ekliger Killer, der spürst irgendwie Stromschritte. Wir haben uns gerade schon überlegt, ob es nicht lohnt, dich zu retten, aber ich bin halt. Ich kann gerade zu viel auf. Lieber Danny, bitte nicht spammen, danke. Oh, ich bin genau in den Keller gelaufen. Oh, wundervoll. Jetzt bin ich hier als Einziger noch unterwegs. Wunderbar. Ich höre das Herzrasen, wird immer lauter. Er steht hinter dir. Du musst die Runde gewinnen, renn weg. Was, ich? Ich weiß gar nicht, wie ich gewettet habe. Irgendwelche Marken soll ich irgendwie. Oh Gott. Nee, lass mich ja hin. Ich hab dieses. Keine Ahnung, wer der mit uns spielt. Ich bin gerade. Oh, Scheiße, der Killer ist in euch. Läufst du mal bitte weg, hallo? Na, ich bin doch mit dem Typen weggelaufen. Nicht du. Ja, doch ich. So, oh, du bist hell. Oh. Soll ich irgendwie einen Tomaten holen? Ja, ganz gerne. Sterben wird geil. Och. Wenn du es einrichten kannst. Ja, hol sie nicht. Morgen vielleicht. Ach, wir sind beide am Haken. Sag doch mal einen Ton. Sag mal, ich hab doch gerade gesagt, dass ich den Typen weggelockt habe. Ah, ach so. Na dann, lass ich dich mal hin. Komm doch mal ein bisschen zu. Ja, hallo. Da. Sei froh, hier. Jetzt auch schneller machen. Hier, ich wollte dich heilen. Ah, genau, am Haken, wo der Killer uns gesehen hat. Oh, geil. Oh, jetzt hängt der nächste am Haken. Ach, du bist gleich tot. Kann das sein? Aber ich ja, willst du mich vom Haken retten, oder? Ach so. Wo bist du denn ganz? Da hinten? Das schreibe ich nicht mehr. Kann das sein, dass der Killer bei dir in der Nähe ist? Ja, war er gerade. Ja, da ist. Oh Gott, ich bin in seine Falle gekommen, ich bin Idiot. Ah, man kann Haken jetzt aber schon, das wusste ich gar nicht. Der steht schon wieder da. Oh, das war ja ganz toll. Ich hab dich gerade vom Haken ja geholt. Nee. Mal hier Hand teilen. Du kannst nichts dafür. Ist so ein Camper, ist das. Alter, was ist das denn für ein Wichser? Dieser Wichser, der steht schon wieder hinter uns. Danke, liebe Moderation. Was macht der denn? Der läuft da rum und ich krieg trotzdem diese Stromschläge ab. Läuft hier noch irgendwer rum? Ach, Hans, du bist tot. Oh nee, hä? Der ist mir doch gleich wieder hinten reingerannt, dieser Camper. Was macht die denn? Jetzt bleibt hier stehen. Ich? Der kann sich teleportieren, der Wichser. Ey, der ist gerade bei mir. Der hat sich aber gerade wegteleportiert. Ey, der ist ganz normal gelaufen. Mm-mm. Ich sollte vielleicht mal wiggeln. Wiggle, wiggle, wiggle. Ah, jetzt hängst du am selben Haken wie ich. Schön. Das heißt, wir sind jetzt Blutsbrüder. Dieser Wechsel. Komm her. Das schaffen wir auch nicht mehr. Hä, ich krieg die ganze Zeit so komische Stromschläge oder irgendwas ab. Was ist das denn? Ja, fuck. Hetze, warum sitzt du hier? Und wie läuft's bei euch? Ich stehe im Schrank und warte auf das Deck. Heute ist wieder so ein Abend, wo mich jeder ruft und ich sage, warum er mich ruft, und am Ende gehe ich wegen irgendeiner dämlichen Sache runter und sterbe dabei. Oh, Wolfi, du musst das schaffen. Ja, ganz toll. Ich alleine. Moderation bitte einschalten im Chat, danke.
Ich weiß nicht, wie der Tote da stößt die ganze Zeit so komische Stromstöße oder sonst was. Hä? Und dann taucht er auf einmal vor mir auf. Hä? Das sind nur Illusionen. Renn einfach weiter. Ah. Ach, das ist so nervenverbraucht, das ist so. Was soll ich denn jetzt bitte machen? Nichts, sterben. Ja, toll, danke. Kein Ding. Außer du findest rein zufällig noch die Luke. Oh Gott. Ach, sind die jetzt hier oder was? Ich dachte erst, wenn man alle repariert hat. Vielen Dank, lieber Muni, für den Kommentar. Das ist... Ich bin bei vielem häufig so, dann sage ich einfach, das stört mich nicht so, aber wenn es dann so oft reingeschrieben wird, dann ist es ein bisschen nervig, oder? Meint ihr nicht auch? Warum verfolgt er dich nur? Warum tötet er dich nicht? Ich hab keine Ahnung, ich bin nicht gesprengt. Hä? Der will mich wahrscheinlich irgendwie reiten lassen. Ah nee, kann man damit schon gut gefahren. Keine Ahnung. Ja. Ich bleib gleich nicht. Den früheren Let's Plays hab ich das mal gesehen zum Sperren. Das wo Leute den letzten Überlebenden jagen, um bei den irgendwie mehr Punkte bekommst. Verrückt von dieser Herrscherschaft die ganze Zeit. Komm, lass dich töten, da würde ich nicht so zum Punkt vornehmen. Ja, gut, mein Lieben. Naja, dann beruhigt man sich einfach mal so ganz nebenbei. Oh Gott. Ja, der Frau wirklich schon wieder nicht so. Sag ich doch. okay. Alter, krass, also. Drückst du eigentlich mit Absicht immer so spät? Nee! Zalando, schrei vor Glück! Ja. Ich denke jetzt irgendwas drum, bestimmt nicht. Ich gucke jetzt einfach ganz gechillt, ob mir irgendwo die Luke ist und flüchte. Das juckt ihn nicht, der gibt dir einfach wieder voll Psycho. Ja. Ist hier irgendwo die Luke? Seht ihr was? Nee, ich sehe nichts. Wird mir das nicht irgendwie angezeigt? Keine Ahnung. Nein, das ist das Problem. Ja, komm. Deine Veteranencharakter hat so einen Prop, dass du den irgendwie sehen kannst. Ja. Der Typ sieht aus. Alter. Hat der LEDs in den Augen? Na klar, das sind Energiesparlampen. Ich hab sogar Fetzen auf dem Kopf. Ja. Warte. Ich mich nicht. Alter, trägt mich jetzt nur die ganze Zeit um. Also, ich würde es nicht tun, weil im Prinzip, wenn du dich jetzt herausfindest, wüsstest du ja sowieso nicht, was du machen sollst, oder? Ja. Außer ich finde halt die Luke. Glaubst du das wirklich? Was hat das denn gerade? Vielleicht will er dir einfach nur das Haus und Grundstück zeigen. Der will, ja, der will XP farmen. Deswegen trägt er die überall rum und hängt sie nirgendwo auf. Und sowas hatte ich auch schon mal. Dann hab ich einfach irgendwann keinen Bock mehr gehabt. Den schoss der runter raus. Ach, solche Leute gehen mir am meisten auf den Sack. Ich finde jetzt noch die Luke und dann gewinnen wir. Du bist hier schon 10-mal lang gelaufen. Ja, ich weiß. Die bleibt immer an derselben Stelle. Ich glaube, solltest du es mal irgendwo auf der anderen Seite der Karte versuchen. Ja gut, ich habe hier null Orientierung. Hier? Nee, die siehst du schon. Also das ist als wie eine Luke. Ich weiß nicht, wie man die beschreiben soll. Guck mal an den Haus oder so. Das ist ein bisschen eine falsche Halt. Ja, den hier darf weiterhin Nachrichten... Wow. Hier?
Es wurde eine Umfrage vorgeschlagen an die Moderation. Ich merke an, dass Umfragen auch abgelehnt werden dürfen, wenn sie inhaltlich nicht mit dem Stream übereinstimmen. Können wir gleich mal bitte den Typen melden? Der geht echt auf die Sache. Wofür denn? Ja, der fand mir nicht. Ja, der macht am Ende nichts Verbotenes. Wofür willst du melden? Das war nervig, das ist verboten. Ach, lass mich fallen, natürlich, warum nicht? Eben drum. Der will dich nur. Ach, jetzt so ein bisschen rumtragen. Ach, wie schön. Ich laufe dann nicht mehr. Ach, lass mich wieder fallen. Oh, Mann. Ach, Mensch, das macht doch keinen Spaß. Danke. Kann ich in den Chat schreiben? Ja. Was war das jetzt? Das ist ein Special Move, das ist doch. Okay. Ja, meine Damen und Herren, das war die langweiligste Runde, die wir heute hatten. Der hat, wenn ihr mal bei der ganz rechten Seite guckt, das seht ihr da jetzt in dem Fall, der hat doppelt so viel wie wir vier alle zusammen. Und deswegen, der ist nur drauf ausgewiesen, das zu farmen und... liebe Moderation, wenn ihr euch nicht einig seid oder nicht wisst, wie ihr handeln sollt, dann sprecht euch miteinander ab. Mir ist es wurscht. Ich, Neuen Ups. Also ich melde den Killer jetzt wegen unkameradschaftlich, weil als Beispiele dort stehen Untätigkeit und Verweigerung einer normal üblichen Spielteilnahme und er hat einfach nicht so gespielt, wie man normalerweise spielt und Erfahrungspunkte sammeln oder den letzten absenden. Portfahren und wir gehen in die nächste Runde. Bevor wir anfangen... Gehst du auf Toilette? Ja, kurze Pinkelpause. Na klar. Raucherpause, Pinkelpause, Kaffeepause. Nee, das nicht. Bin gleich wieder da. So, ungefähr 20 Mal am Tag. So. Ich füge irgendwelche Sachen wieder hinzu. Übrigens sehe ich die ganze Zeit, dass. Boah, jetzt kommt sicher reingetippelt. Ist das deine Glatsch bekommen? Hä? Nix. Er guckt doch nicht so komisch. Lass es sich dann. Was Pillenblütenkiste, was stand da eben? Gut, da irgendwas hinzufügen? Nochmal an heute Abend. Wir spielen Dead by Daylight zusammen mit Angelique und dem lieben Toni. Ihr habt die Möglichkeit, über die Kanalpunkte auch neue Dinge mit reinzunehmen. Ich habe jetzt mehr hinzugefügt. Ich habe bestimmte Dinge bearbeitet. Also bestimmte Dinge können wir jetzt wieder mehr nutzen, andere weniger. Zeitlich begrenzt und so weiter. Ihr dürft euch das jetzt aussuchen. Manche Sachen habe ich erstmal deaktiviert. Die seht ihr also nicht. Und ab um 11 oder halb 12, je nachdem wie die beiden dann offline gehen, wäre es möglich nochmal 1-2 Stunden hinten dran zu hängen für ein anderes Spiel möglicherweise.
Deswegen steht das jetzt schon mal so im Raum. Ihr dürft das dann aussuchen und gegebenenfalls schon abstimmen. Ich merke gerade, mein Steam-Nachrichtenton ist noch an. Den wache ich aus. Jetzt kann ich meine Punkte mal ausgeben. Geht das? Ja. So, wir haben den Gesangsmodus für 5 Minuten bekommen. Und eine Aktion darf nicht mehr genutzt werden. Sprinten. Das ist toll von dir, Tony. Liebe Community, ich möchte euch fragen, ob solche Aktionen wie nicht mehr sprinten auch für diejenigen gelten, die mitspielen. Ich habe geschrieben, du kannst doch nicht mehr sprinten. Beziehungsweise der Gesangmodus, ob der für alle gilt. Was habe ich verpasst? Du hast verpasst, dass für 2000 Punkte der Gesangmodus für 5 Minuten aktiviert wurde. Und daher gesenkt werden muss. Gesenkt. Naja, ihr wisst schon. Ich bin raus. Ich sag für die nächsten 5 Minuten nichts mehr. Du musst noch bereit drücken, Tony. Achso. Ach schön. Nur du, O2. Das ist schön. Es endet euch das nächste Mal ab, dass alle mitmachen müssen. Das wird dann richtig lustig. Schreibe ich mir gleich auf. Gesangmodus für alle Stream-Teilnehmer. Und wie war euer Tag heute so? Ja gut, aber singen ist ja nicht richtig. Du redest irgendwie mit einer High-Pitched Voice. Du musst schon richtig singen. Das war kein Singen! Du hast gesprochen! Im Chat steht nur für dich. Na, wenn keiner redet, dann lass mal's halt. Dann guck mal 5 Minuten die Wand an. Cheers! Steven 53 für deine 200 Bits. Vielen Dank fürs Sharen. Die kommunistische Plattform und ich danken dir. Mit der Beschreibung Craigessen 200, was auch immer das heißt. Haltung annehmen, Dankeschön. Lieber Crazy Maxia TV, ich weiß nicht, was bei mir angekommen sein soll. Außer deine Nachricht im Chat. Meint ihr, ob mein dem Sprinten für dich verboten angenommen hast?
Es geht los. Und wenn Sie bereit sind, dann gehen Sie auf bereit. 1, 2, 3. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Seelensuppe 1, 2, 3. Mir geht's gut, danke der Nachfrage. Übrigens ist die Zeit doch langsam abgelaufen, sei für das Singen. Ich hab selber hier eine Uhr, du. Moderation. Und der Name ist sehr interessant. Vergiss nicht, du darfst jetzt nicht sprinten, Hans. Wir dürfen aber, oder? Ja, natürlich. Oh, das finde ich gut. Ich habe extra reingeschrieben, Hans. Du darfst hier nochmal reden. Vielen Dank dafür. Und, mir geht es gut, danke der Nachfrage. Was für Zeichen auch immer von dir gekommen sind, da Danny mit HNS, weiß ich, kann ich nicht identifizieren. Du traffst wieder reden, Quasi Maxio. Ich sage einfach mal schönen guten Abend an Traft. Ja. Hast du es mitbekommen, was ich eben gesagt habe? Nee, leider nicht. Ich habe gesungen. Ich war am Singen. Wir spielen gegen die Jägerin. Ach, das ist schön. Mein Lieblingsgegner. In. Außen. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Dann wirst du dich jetzt erfreuen. Genau neben dem Generator gespawnt. Wo? In dem Haus. Gut, dass da so wenig Häuser stehen. Da muss die ganze Zeit explodiert. Ich hör nichts, bist du jetzt nicht in der Nähe. Hattest du dich gerade teleportiert? Was? Ja, ich. Nee, das Mädel mit den schwarz-braunen Haaren. Ich? Mhm. Nee. Sah so aus, irgendwie wie so eine Attacke, die du eingesetzt hast. Ich glaube nicht, also ich wusste nicht, dass ich das gucke. Achtung, die Jägerin kommt. Oh Gott, ach so, dieses Gesinge ist die Olle oder was? Oh, oh! Au! Das Schlimme ist, ich höre dich ein bisschen ins andere Zimmer schreien. Oh, ups. Kommt dieses Gesumme von der Jägerin oder was ist das? Genau. Heißt es jetzt in der Nähe, oder? Ich hab die Olle nicht gesehen. Das ist speziell ihr Gesang. Oh, wundervoll. Wunderschön. Da muss man was von arbeiten. Klingt sogar fast schön. Schrei vor Glück. Okay, zurück. Oh, muss man dich jetzt schon wieder retten? Ja. Schon wieder. Jetzt kommt eine mit dem Chat. Oh! Ah, die hat so eine Haare an der Hasenmaske. Ja, das daran habe ich ja die Maske aus Friedhof der Kuscheltiere. Mhm. Ich nehme dich ja ab, sag das doch. Ihr lauft ja zu zweit gerade hin zu ihr. Also nicht. Also Stäbchen. Ach komm, haut doch alle ab. Lasst mich einfach hier hängen. Ja gut, wenn sie mit euch dreien beschäftigt ist, kann ich erstmal alle Ruhe Generatoren reparieren. Das ist eigentlich nicht so schlecht. Mach. Ach komm. Irgendwer wurde gerade aufgehört. Ich nicht. Ach, ja, ich. Ja. Nochmal rette ich dich dann nicht, ne? Nee. Der letzte wird jetzt auch gleich abgeschlachtet. Ach komm, Junge, lauf weg. Lass ihn doch einfach hängen. Kann ich den Fähigkeiten des anderen Spielers vertrauen? Nö. Das ist jetzt doof, weil sonst kann ich hier nicht weitermachen. Dann muss ich wohl zu euch. Fuck, ich bin gleich. Ich bin gleich Geschichte. Ich kann nichts machen. Ich kann mich nicht mal mehr erholen. Ah, komm. Wollen wir jetzt alle zusammen vorlaufen? Nein, ihr rennt weg. Ihr rennt weg. Ich
gleich tot. Gut. Ist ihr gleich zu spät. Die kennt ihr auch, oder? Ja. Ja, du, gut, ich mach den Generator weiter. Die ist nämlich genau in dem Haus. Du bist ja. So, das ist fertig. Diese scheiß Camperin. Ja, das war's für mich. Jetzt sicher echt eine tolle Taktik aus. Wow, der andere bleibt auch einfach hier stehen, ne, anstatt wegzurennen. Hau doch einfach ab. Ich bin jetzt mit euch, ja, für mich war's das hier. Das war's jetzt, ich schwör's schon. Ein Like, gleich ein Respekt. Sie ist weggerannt. Ja, nee, wie ist das? One Like ist gleich One Prayer. Ja. Ich finde aber keine Einzelhandlungen. Ich höre schon wieder ihr Gesinge. Ja, weil sie in die Richtung läuft, wo du wahrscheinlich hingelaufen bist vorhin. Ja. Aber ich müsste doch eigentlich den Herzschlag auch hören, oder? Ja, schon, aber ich. Also, ist zumindest mein Gefühl, es geht später los als sonst. Ja, kann sein. Die nächste Vorhersage hat begonnen. Bereitet euch vor. Oh, gibt's doch mal beim Generator ein bisschen mehr Mühe. Ey, hallo. Ich? Nee, Anschlick. Pass auf. Gleich. Ja, du hast doch Herzrasen. Ja, weißt du, wie spät ich das erst gehört habe? 10 habe ich dir direkt gesagt. Ja. Wieso rennt dann voll Idiot da hinter mir her? Ach, wird mich gleich runter zu ihm, wenn die Jägerin noch hier ist. Also, alles klar. Ich gehe mal davon aus, dass er das hinkriegt, weil ich kann ja in 20 Orten gleichzeitig sein. Okay, die Frage hat sich geklärt. Ach komm! Wieso läuft der? Achso, der blendet die. Wurdest du aufgehängt oder wieder hingelegt? Du schaffst es noch. Jetzt liegt er auch noch, ja. Gut, du schaffst. Jetzt lauf, Frost, lauf. Was? Hat die ihre Axt geworfen? Ja. Och nee, oder? Oh, diese blöde Kuh, wie kommt die denn her? Och Gott. Lass mich doch mal. Moment mal, die hat dich jetzt hochgenommen, ne? Ja. Gut, ich renne jetzt nämlich weg hier. Ich habe den anderen gerade geholfen. Die hat mich alles hochgenommen. Ja klar, also mit Massagen hebt die dich nicht hoch. Oh, diese blöde Kuh, jetzt hat die mich aufgehängt. Ach, und ich bin gleich gestorben, ja, toll. Wie? Wow. Der andere Typ ist schon wieder angegriffen worden. Gut, dann. Ich hab doch das alte Schnitzchen gerade noch rumlaufen sehen da drüben. Es läuft hier rum, das alte Schnitzchen. Das ist ein Missverständnis. Missverständnis. Ich liebe es.
Der andere Spieler rennt halt auch zu mir. Der macht nichts. Gar nichts. Der rennt die ganze Zeit hinter mir hinter, hinterher. Ja, aber warum? Ja, um dich da gleich wieder rauszuholen. Ja, der ganze Zeit rennt er eben rum, aber wohl offensichtlich. Ah, okay. Der blendet nur. Aber sonst macht er wirklich gar nichts. Das Problem ist, es hilft auch nur kurzfristig, deswegen, ich habe das Wasser am Marsch im Chat registriert, aber ich habe gerade meinen Fokus auf was anderes. Ja, passt, mach's nach der Runde halt. Man denkt dran, Haltung annehmen. Ja, ja, genau. Also wenn ich Haltung angenommen habe, kann ich nicht mehr Haltung annehmen, also im Prinzip müsste ich dann stehen. Es hat mich gesehen. Sie wird von ihm abgelenkt. Oder er von ihr irgendwie so. Sie rennt gerade nach dem anderen Typ hinterher. Das ist gut, ja. Also es kann vorteilhaft sein, aber ich frage mich, wie lange überlebt denn der das immer? Ja, der macht es ja nicht ganz gut. Das ist schön, ja. Ja, mehr oder weniger ist Ansichtssache. Also solange er überlebt und nicht. Und kann ich. Also was heißt in Ruhe, aber fokussiert er meinen Generator reparieren. Vielleicht hätte ich einen Park. Oh Gott, das ist gerade eine glückliche Situation. Hat er sich gerade noch bevor. Der hat sich noch vorher befreit, das glaube ich doch nicht. So schnell geht das doch eigentlich gar nicht. Bis ich bei uns ging, ging es gerade echt schnell. Aus Gründen. Also normalerweise dauert das ein ganz schönes Stück, da hat man sehr selten das Glück. Also ich glaube, der hat auch einen Boni dafür drin, aber. So schnell, also. Leichen, die hier hängen, Alter. Er hat aber auch drei lilan und einen goldenen Block. Ne? Also richtig, also meinst jetzt den Fisch, die hier, wo? Okay, also das wird schon sehr, sehr gut sein, weil ich habe nur so ganz, ganz gewöhnliches Zeug mit. Drei Lina jeweils auf Level 3, einen Stopp legendären auf, muss das sein. Ist die bei mir oder geht sie, ist die bei ihm? Gerade war sie noch bei ihm. Ich sehe es aber gerade nicht.
Also ist noch bei ihm. Also, sie verfolgt ihn noch, oder wie? Genau, ja. Gut. Aber ist die in dem Haus in der Mitte, oder? Die ist bei ihm auf jeden Fall gerade. Ich wollte es nur wissen wegen. Aber hier ist sie gerade nicht. Gut, das hätte ich gesehen, ja. Ja. Das wäre suboptimal. Also ich finde es ja schön, wie gesagt, dass ihr in den Chat auch Emojis reinschickt. Bringt da mal ein bisschen Sinn dahin. Also manchmal machen die überhaupt keinen Sinn, so der Situation. Und ich sitze hier und habe Fragezeichen im Kopf. Also Emojis sollten eigentlich so der Situation passen oder so. Also, oder ein Gefühl ausdrücken. Aber Kekse drücken kein Gefühl aus, außer dass du gefälligst aufstehen sollst für dein Essen. Ich schicke wieder ein bisschen Liebe in den Chat. Alter, die Menge Blut, die ich verliere. Wie schnell das wieder trocknet. Du läufst da, glaube ich, ein bisschen aus. Hast du heute früh deinen Tampon vergessen? Ich glaube, der Typ braucht einen ganz, ganz großen Tampon. Um das zu kompensieren. Steht sie, also. Das Problem ist, mir fehlt ein Generator. Weil, wie lange überlebt denn der das? Okay, also mir hilft es ja zum einen, aber zum anderen, ich weiß nicht. Ich finde das irgendwie cringe. Ich weiß, irgendwie vertraue ich dem nicht, dass er so lange überlebt, einfach so. Ich sehe es ja nicht, das seht ihr nur ihr, also. Ja, aber der macht es echt gut. Die Hälfte habe ich geschafft. Ich höre es ja auch nicht mehr, das ist. Wie ist es immer noch bei ihm? Ist es auf der anderen Seite von der Map? Du hast da schon deine Rufe, ja. So, was in der Chat geschrieben wurde, klingt wie ein ganz, ganz schlechter Deutschrap. Da ruft sie an die Telekom. Ich weiß nicht, was ich dann machen soll. Soll ich dann auf den Typen warten? Kommt der dann zurecht? Ja, ist hinter dir. Also wenn er genau hinter mir wäre, wäre es jetzt suboptimal, weil ich noch aktiviere und wenn das Vieh dann da wäre. Aber ich glaube, der versteht schon, was ich hier mache. Jetzt kommt er auch, pass auf. Jetzt mach Lauf, was läuft. Was macht der denn da? Naja, was soll er denn machen? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Weil wenn ich jetzt da gewesen wäre, die mich anscheinend noch irgendwo dagegen gehauen und dann... Ah Gott. Mir tut der Typ gerade voll leid, ne? Jetzt kommt sie wieder angetänzelt. Aber eigentlich schön gewesen, die Runde jetzt. Ich war halt nur hilfsbereit. Hat er sich töten lassen oder? Oh, das ist das letzte Leben von ihm. Das ist schade, aber Respekt. Komm, mach dich auf. Sicher? Also dafür kriegt er auf jeden Fall von mir einen Daumen nach oben. Wo ist er? Der Freund und Helfer. Der fischte hier. Wirklich positives Feedback. Auf jeden Fall. So, was habe ich denn bekommen? Okay. Wollen wir gleich die nächste Runde starten? Können wir machen. Okay, gut. Mm-hmm.
Ich drück schon mal auf bereit, auch wenn ich noch nichts eingestellt habe, aber bis die den Runde gefunden haben, dauert das sowieso noch eine Ewigkeit. Stufe 41. Wie war eigentlich euer Tag so gewesen? Gute Frage. Wir waren einkaufen. Welchen Laden habt ihr dafür ausgeraubt? Das ist bei Penny, dann bei Aldi. Ah, schön, okay. Mhm. Discounter XY. Also das Werbeschild habe ich nicht mehr hier liegen, aber es ist, ich krieg sowieso kein Geld von irgendwelchen Mafiosen oder Unternehmen insgesamt. Ich hätte sowieso kein Geld. Gesponsert werde ich sowieso nicht von solchen Leuten. Also denkt Leute, bevor ihr was denkt. Nicht, glaubt nicht, dass ihr was denkt. Also in dem Sinne. Seid eine sehr hochintelligente Community. Das muss gefeiert werden. Deswegen Cheers auf den klaren heute Abend. Macht's euch schön. Ja, ja, so ist das eben. Aber schon krass, wie lange man immer sucht. Also wir haben es teilweise auch zu dritt oder zu viert gespielt. Im Prinzip hätte dann nur noch eine andere Person, beziehungsweise noch einen Killer gesucht werden müssen. Und das Spiel sucht trotzdem eine halbe Ewigkeit. Ja, das ist echt schön. Eigentlich müsste es das ja umso schneller finden, weißt du? Es wird doch immer einzelne Leute geben, die das Spiel so spielen. Stimmt. Wollen wir in der nächsten Runde mal eine Killer-Runde machen? Eine benutzerdefinierte Runde, meinst du? Können wir gerne machen, ja. Wird bestimmt auf jeden Fall lustig, weil wenn du zu zweit sind, dann wären... Ich weiß nicht, ob die Moderatoren noch Lust haben, dazu zu kommen. Das wäre eine Möglichkeit, aber da würde ich erst noch ein paar Runden mit euch so spielen. Mhm. Und dann nochmal vielleicht 1-2 Runden, wenn es dann Interesse gäbe. Also ich hätte ein paar Leute, die man fragen könnte. Grüße gehen deswegen raus an Steven953, Crazy MaxaTV, Rambodischen. Unter die Leon, falls einer von denen Interesse hat, ihr könnt gerne in den Chat schreiben, dass ihr dann Interesse hättet. Der Toni hat vorgeschlagen, eine benutzerdefinierte Runde zu erstellen oder sozusagen wie eine benutzerdefinierte Runde erstellen. Da können dann bis zu 5 Leuten mitmachen. Das hat man schon mal im ersten Stream gemacht damals. Kam auch soweit ganz gut an. Damals war das Problem, wir waren so 5, die ganze Zeit über 5 und da konnten nur solche Runden spielen. Irgendwann kennst du halt die Taktik von den Leuten, weißt du? Deswegen, immer so 2 Runden ist schön. Aber das dann permanent zu machen, das ist dann schon belastend. Oh, da habe ich einen Vorteil. Ich spiele das Spiel ja noch nicht so lange. Das heißt, ich habe keine Taktik und das ist meine Taktik. Das ist, ja, gut. Immer der Perspektivenwechsel. Das stimmt. Ich sag mal so, bei Overwatch würde es schneller mit der Suche gehen. Ja, das Problem in der ganzen Sache ist nur, dass wir keine Overwatch spielen. Schade. Und ich auch nicht spielen werde. Das ist ungefähr auf derselben Kategorie wie Fortnite bei mir, aber ist nicht schlimm. Darf ich Werbung machen? Nein. Für Overwatch nicht. Falls jemand mit mir spielen will, folgt mir auf Instagram, WolfieChanGaming. Halt, warte, ich mach noch was hier, oder? Immer bitte alle auf Instagram gehen und diesen Account melden. Achtung! Oh. Du darfst reden in 3, 2, 1. Jetzt nochmal, was du gesagt hattest. Folgt mir auf Instagram, @wolfichan_. Ich kann nicht mal reden. Folgt mir auf Instagram, @wolfichangaming. So, mit Unterstrich. Bitteschön. Dann geht's nur weiter im Teletext. Und schreibt mir gerne, wenn ihr mit mir zusammenspielen wollt. Ich glaube, das muss ich keinen antun. Also, wenn ihr den Kanal findet, bitte nicht melden oder doch melden, aber dann bitte nicht sagen. Und. Ich habe den Account seit Jahren aufgebaut. Bitte nicht. Sonst muss sie ja hart verdientes Geld, was sie da reingesteckt hat, wieder. Nein. Durch ehrliche Arbeit zusammenholen. Nein, alles gut. Die ganzen Follower, die ihr gekauft habt. Ich doch nicht. Ich
Ich glaube, es gibt solche Seiten, solche dubiosen Seiten, wo man das machen kann. Ja, man kann sich bestimmt Millionen von Euro dazu kaufen. Da gab es mal einen echt interessanten Beitrag von irgendeinem Funkkanal. Ich komme auch gar nicht mehr auf den Namen. Zu Fake-Followern. Also nochmal an Steven 953 Max, Crazy Max TV und den Marambodisien und den Leon, falls die jemand anschreiben möchte, könnt ihr gerne machen. Wir suchen noch in circa einer Dreiviertel oder ganzen Stunde noch zwei Leute, die Interesse hätten, Dead by Daylight mitzuspielen. Für benutzerdefinierte Runden. Wenn es Leute gibt, die Interesse haben, einfach hier in den Chat schreiben, in den Live-Chat. Da sehe ich das sofort und kann euch damit eintakten und lade euch dann entsprechend ein. Ich glaube, die meisten, die immer mitspielen, habe ich sowieso schon in der Freundesliste, da klappt das dann eigentlich recht zügig. Und falls nicht, dann nicht, dann ja. Dann ist das so. So, mittlerweile sehe ich nicht mehr, gegen wen wir kämpfen. Das war immer sonst mein Ovation hier gewesen, dass wir alle auf dem Livescreen geguckt haben, gegen wen kämpfen wir denn jetzt? Ah, okay. Ach du Scheiße. Das habe ich aber auch ein paar Mal gesehen. Ja, irgendeiner kriegt das dann angezeigt von denen, die Überlebende sind. Ich habe gerade nicht drauf geachtet. Also bei mir ist noch nicht fertig geladen. Das dauert noch ganz kurz. So diese 99,9% und dann lädt das nochmal kurz, um dann auf 100 zu gehen. Der Schrottplatz. Autohafen Schrottplatz. Na dann sind wir ja bei einigen meiner Freunde zu Hause. Los geht's. Der erste ist schon gefangen. Oh, ich habe schon gesehen. Ich laufe 2 Meter und dann kommt er direkt auf mich zu. Oh, Alter. Wie sieht es eigentlich mit Werbung für andere Channels aus? Ist erlaubt. Also im Chat, hier im Stream oder? Nee, eine Empfehlung einfach. Nee, also grundsätzlich erstmal nicht. Dann bitte erstmal vorher, vor dem Stream bitte absprechen. Sonst. Okay. Bitte. Alter Michael Myers, hau ab. Ja, ich hab's gerade schon gehört. Es wäre jetzt einfach was gewesen, wenn für Leute, die ein bisschen mehr DVD sehen wollen. Warum setzen die Leute eigentlich immer genau dann Wassermarsch ein, wenn ich gar nicht mehr die Möglichkeit dazu habe? Die wollen dich alle. Oh Gott, Alter, verpiss dich. Ja, hast du Generator gefunden? Bei mir klippt gerade jemand an mir. Jetzt ist er weg. Obwohl, das war nicht mehr. Hilfe! Ich bin gefordert, hä? Exposed. Was genau heißt das jetzt? Lieber Dani, die Abstimmung ist bereits vorbei, weil die Abstimmung für diese Runde hier gilt. Und das wäre ja ungefähr so, als ob sonst so, als wäre, wenn du Lotto spielen würdest und die Zahlen schon zur Hälfte siehst und dann im Prinzip noch die anderen erraten musst. Ja, toll, und der andere haut ab, natürlich. Ihr macht einen guten Job. In dem Moment fällt es. Hilfe, ich helfe. Ich versuche dir näher zu kommen. Oh nein, Michael. Er wird gerade abgelenkt von so einem komischen Toni. Das heißt, ich kann erstmal in aller Ruhe zu dir kommen. Ja, der Wendler ist gerade unterwegs. oh, scheiße. Wegrennen. Der hat noch Toni in der Hand. Na gut. Ja. Häng gerade mit ihm ab. Ach so, na gut dann. Tja, wenn's nur das ist. Ich dachte eigentlich, ich hätte irgendwie mal eine Fähigkeit gehabt, dass ich mehr sehe. Wen willst denn du sehen? Nein, ich habe mal mehr gesehen, also die Haare und die Generatoren. Ach so, dann setz deine Brille auf, vielleicht geht's dann. Ja, nee. Ja, rette mich. Oh Gott, war ich gerade in der Nähe von dir?
Jetzt hab ich dich verloren. Da, oh, scheiße. Ah, oh, da hinten ist der Michael. Ruhig, Blut, ich komm her. Oh, oh der hat. Alter, ich hab ihn nicht mehr gesehen gehabt. Oh Gott. Wo sind die Schüsse? Dann nimm mich doch. Komm, ja, hau schön auf den Ärmsten, den Größten drauf, ja. Hä? Achtung, da kommt zu euch zwei rüber. Genau. Zu mir auch? Aber ich nehme hier jetzt den Haken. Nee, nur zu dem, wo die zwei hier waren. Also. Nee, der ist auch weg von uns. Okay, dann. Warum rettet der dich nicht? Scheiße. Ich sabotiere jetzt einfach die ganzen Haken, wo das. Würde ich nicht machen, dann würde dich kurz. Und die regeneriert sowieso nach einer Zeit, also es lohnt sich wirklich nicht. Lass es bitte. Okay, wusste ich nicht. Gut, alles gut. Das habe ich anfangs auch mal gemacht, bis es mir jemand erklärt hat. Warte mal. Mir noch mal meine Ausdrücke. Alter, ich hänge. Ich fass mich an. Oh, geil. Hilfe! 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 Oh, ich bin am Haken! Ich bin am Haken! Ich kann doch mal nicht so rum. Ich hatte schon wieder ein bisschen. Weg hier. Gleich. Hilfe! Ich kratz grad ab. Hilfe! Michael ist hinter mir. Ach, nee, ist hinter ich hab ihn abgelenkt. Du hilfst ihr und. Ich kratz gleich ab, Hilfe! Mach weiter, erst du wirst gerettet. Oh, danke. Oh. Oh, Heilen, hallo? Der ist jetzt auf der anderen Seite der Karte bei mir nämlich. Ihr könnt jetzt in aller Ruhe da drüben was. Oh, scheiße. Ich bin alle hier. Oh, ich bin gemeint. Oh. Ja, fass mich an. Oh, geil. Also streamst du mit uns in der Camp bei mir. FSK 18. Träumen vielleicht. Oh ja. Der Killer geht zu euch rüber. Scheiße. Ja, hab schon gehört. Er hat jemanden in der Hand, jetzt könnte einer hierher kommen, wäre nicht ganz schlecht. Aber es reicht einer, ne? Der hängt den Typen auf. Mach hier den Generator weiter. Ich bin unterwegs, bleib. Ich kann leider nicht identifizieren, wo der danach reingerannt ist. Oh, ich glaube, das schaffe ich nicht mehr, ne? Oh, das ist bei mir, das ist bei mir. Das nein, bei mir. Ihr habt jetzt auch gefühlt euch 3 Minuten Zeit gelassen, jetzt bin ich weg. Dann schaue ich euch zu. Das klingt schon mal spannend. Also wie gesagt nochmal in den Chat, weil das jetzt nochmal gefragt wurde. Die Abstimmung hat zu dem Zeitpunkt aufgehört gehabt, eben weil es logisch ist, dass das dann aufhört. Das ging ja um die Runde jetzt hier. Wir sind ja an sich noch nicht tot. Es geht ja auch darum, ob wir überhaupt gewinnen. Jetzt hat Toni aufgespießt. Herzklopfen kommt euch näher. Scheiße, seid ihr ganz vorne los. Nichts, aber der Killer ist hinter mir. Der Joshua macht gar nichts, der rennt. Ja, ich hab ihn gerade zum Haken geholt. Ja, aber der guckt auch nur zu, wie er da stirbt, der bleibt einfach versteckt. Ja, ich bin tot. Jetzt ist Michael Myers bei ihm. Ja, toll, jetzt ist es. Halte durch, Toni. Ja, du hast noch eine Möglichkeit. Du wirst, der rennt nämlich auf dich. Nein. Das wird jetzt aber sehr knapp. Geil. Alter, das war jetzt aber wirklich. Ich hab nichts gemacht. Der ist die ganze Zeit noch rumgelaufen und den anderen hinterher. Fuck. Schön.
glaube, der geht auf dich zu. Ja, ich hab's gehört, hab's gesehen. Okay, das mit dem Glauben kann ich jetzt vergessen. Er ist hinter dir her. Die ganze Sache hat einen Haken. Ja, das glaube ich auch. Oh. So, jetzt ist nur noch der Joshua übrig. Der hat sich im Bus verkämmt. Noch hast du nicht gewonnen. Noch keine andere Typ gewinnen. Ach, hey, könnte. Mhm. Da musst du die Klappe finden. Also ich gebe ihm zwar keine Chancen mehr, aber nichts ist unmöglich. Toyota. Oh, es ist klar so richtig motiviert. Richtig trocken. Ja. Gut, also bisher hat sich keiner gemeldet von denen, die ich gemeint habe. Das heißt, wir werden noch ein paar Runden so spielen. Dinge an den Generatoren. Ist das ein Killer-Perk oder was ist das? Ah, das ist knapp. Damit sind alle gestorben. Warum ist die Schule so salzig? Hey. Salzig? Na, guck doch mal im Chat. In dem Chat. Was? Ach so. Hör mal bitte alle das Salz-Emoji in den Chat. Ey. Hashtag Salzstreuer. Es tut mir leid. Nö, also du musst dich für nichts schämen hier. Ich hätte schon bald gesagt, nur für dein Aussehen, aber man sieht dich ja hier nicht. Und auch dafür muss ich nicht schämen. Mein Instagram-Profil zu sehen. Also bitte. Ich verurteile doch keinen wegen einem Instagram-Bild. Dafür erstmal ein bisschen Liebe im Chat. Der zweite Salzstreuer hat sich schon dem Chat angesiedelt. Das sind wohl Rudeltiere. Ach ja, manche sind schon gemein. Gerade hier in unserem Chat. Da ist RTL noch nichts dagegen. Ein weiteres Salzstreuer-Ding hat sich dem Chat genähert. Der fünfte Salzstreuer hat sich... Nee, halt, das ist der von demselben Typen. Doppelt zählt nicht. Hallo. 100 Bitswurten mit einem Herzchen in den Chat geschickt. Vielen Dank für das Cheeren. Ganz viel Liebe. Das ist Liebe. Liebe, Liebe, Liebe für Wolfie-Chan. Schickt der lieben Wolfie-Chan ein Herz und sie wird euch genauso wenig antworten wie dem anderen davor. Hey, ihr seid alle. Doch. Ganz viel Liebe. Naja. Ganz viel Liebe. Immer nur maximal drei Emojis, sonst verwandle ich den Nightbot. Ups.
I got it. So, jetzt wahrscheinlich wieder 5000 Jahre, bis wir in der Runde sind. Tomaten? 5000 Jahre. Ach so, ich habe 5 Tomaten verstanden. Ich dachte mir, was willst du mit Tomaten jetzt? Das ist doch keine Maßeinheit, Tomaten. Ach, warum nicht? Ja, das ja. Wie geht's euch denn mit allen so im Chat? Habt ihr gut geschlafen? Habt ihr euch ausgenüchtert? Oder seid ihr schon wieder dabei, euch zu entnüchtern? Oh ja, das wäre schön. Habt ihr euch wieder mehr Bier getrunken, als ihr Freundinnen kennt? Irgendwie so in die Richtung. Euch geht's gut. Dir geht's gut zumindest. Das ist schön. Ich würde übrigens gerade anmerken, weil ich das sehe auf Instagram. Instagram? Das Foto, was du oder auf dem Kanal heute hochgeladen wurde auf Instagram, hat mittlerweile 25 Likes. Oha. Das dachte ich mir auch gerade. Alter Schwede. Geht ja richtig ab. Ein Zuckerstreuer. Zucker ist das der falsche Emoji für jetzt. Oh nein! Zucker ist mir lieber als Salz. So, der Kasten von Steven 953 ist leer. Mein aufrichtiges Beileid, dass du schon so viel heute getrunken hast. Die Nacht ist noch jung. Ein schönes Tierchen in den Chat, das ist auch schön. Was ist das überhaupt? Keine Ahnung, Oktopus oder so. Okay, also Oktopus kenne ich anders. Oder warte mal. Eigentlich brauchst du da mehr. Ach so, aber das ist doch den. Ja, ja. Eigentlich müsste den. Ja, so hier machen. Ach so, ja. Was geht los? Okay, dann haben wir jetzt unsere Frauenquote und Männerquote erfüllt. Ich drücke auf bereit, obwohl ich eigentlich gar nicht bereit bin. Nervig bin ich auch nicht ganz bereit. Na gut, das können wir jetzt nicht mehr beeinflussen. Nein, das war gestern Abend, da ging die Hälfte schon flöten. Also wenn dein Bier anfängt zu flöten, solltest du dir andere Gedanken machen. Oh Gott. War vielleicht doch mehr als ein Kasten. Wollte ich gerade sagen. Also nur für den Fall aller Fälle. Wenn Bier anfängt zu flöten, ist das laut Ernährungswissenschaft eigentlich kein Bier mehr, sondern... Ja, ich kommentiere das nicht. Dann ist das Bier am Ende schon unterhopft. Stand dann nur noch leer rum und hat dann aus Mitleid nur noch geflötet. Wir brauchen mehr.
Meine Oma hat früher gerne so eine Limonade getrunken, die eingeladen ist. Da habe mich das gerade dran erinnert. Oh, ihr beiden Mädels seht genau gleich aus, das ist suboptimal. Ach nö, ich hab mich angefangen. Jetzt habt ihr schon wieder bei mir in der Nähe. Warst du das, die dies gerade verkackt hat? Wir beide gerade. Ja, ist da okay, dann werden wir jetzt gemeinsam sterben, weil das Vieh kommt näher. Wer ist es denn? Gute Frage. Oh, ich hab einen richtigen Speedboost. Alter. Ja, das ist. Achso. Oh, Alter, hab ich ein Tempo drauf. Trotzdem ist er noch ein Jump. Wie kann das denn bitte sein? Auch hau doch ab. Alter, hau ab. Mach auch immer, was du kannst. Und das vor allem ganz gut. Ich repariere so lange den. Generator. Ich renne einfach. Was anderes kann ich nicht fallen mit der Öl hier. Ich renne aber nicht. Hä, ich höre schon wieder den Bachelor. Was ist der denn? Den Bachelor? Hm. Den Spiel Pyramid Head ist es. Was für ein Vieh? Ja, der mit der Pyramide aufgefallen. Ja, den habe ich schon gesehen, aber ich kenne den Typen nicht beim Namen. Die Vorhersage ist draußen. So, ich bin mit dem ersten gleich fertig. Oh Gott. Der hat aber auch einen Tempo. Ah, ich bin fast halb fertig. Fast halb fertig? Ich hab Boost. Ich höre die ganze Zeit einen Herzschlag, der jagt mich so Typ, ey. Finde ich eigentlich ganz gut so. Ja. Ich bin doch bei mir. Der ist die ganze Zeit bei mir. Alter, scheiße. Oder ist es vielleicht ein Perk von dem, dass du immer einen Herzschlag hast? Nee, der ist genau hinter mir. Ich hab fast gehört. Ah nee, da vorne ist er. Ich hab gerade erst dich lang rennen sehen und dann ihn. Ja. Rennt der immer noch hinterher? Ja. Sehr gut. Du schaffst das. Ich vertraue dir. Jetzt, Du hast zu viel vertraut. Aber wir haben zwei Generatoren derzeit repariert, also das ist ein echt gutes Tempo, wenn du das jetzt nochmal hinkriegst. Ja, gleich. Ich kann mich was rausholen. Was? Oder auch nicht. Ich häng ab. Ah, Pornstash. Doggenosse ist da und hilft beim Ausbau des sozialistischen Systems. Wäre schön, wenn ich mal hier. Ja, Ich bin nicht rennen, das sieht, der steht auf dem Hügel, guck dich um. Ich bin dafür, dass wir deinen Charakter als Pornstash nennen. Was mein? Nein, den von Hans. Der sieht, hat halt so einen Pornobalken. Pornobalken? Wo ist dein Pornobalken? Sei sein Schnauzer halt. Ach so, ja, den sehe ich nicht. Immer wenn ich mir angucken will, dreht er sich weg. Der hat voll auf mich abgesehen. Ach so, jetzt will mich das Ding schon töten. Er guckt halt genau in meine Richtung. Hä? Was? Wie? Wieso hat er mich jetzt schon getötet? Was war das denn? Hat er vielleicht eine Spezialfähigkeit irgendwie an dir eingesetzt? Keine Ahnung, ich hatte noch die Hälfte am Leben. Mindestens. Naja, dein Gesicht ist ja immer noch in der Runde vorhanden. Das andere Mädel sah ja genauso aus wie du. Warte mal. Okay, der verfolgt gerade das andere Mädel. Der ist echt scharf auf die Mädels, muss ich sagen. Merke ich. Oder die. Das. Der ist bestimmt auf Flüssigjagd. Dadurch, dass die Mädels auch noch gleich aussehen, muss er sich nicht mehr entscheiden. Also im Prinzip. Vielleicht steht er auf Zwillinge. Ich habe jetzt einen Generator gefunden oben im Haus. Schön. Das ist die heimliche Zwillingsschwester. Wir können wieder retten. Na klar. Glücksspiel kannst du richtig machen. Infos unter Twitch.tv/Hans. Oh, ich hab, wenn ich den fertig habe, bekomme ich entkommen. Ich hab nicht. Der ist ungefähr 10 Drittel fertig.
Das war richtig schön. Ich hab noch nie bin ich angekommen. Hab ich noch nie geschafft. Hä, wir haben es doch in der letzten Runde geschafft. Oder nee, das war vorhin. Ich bin gestorben. Ja. Nee, das war vorhin, als wir mal eine Runde 1 gespielt haben. Scheiße. So, ich bin jetzt ungefähr bei 80%. Du kannst ja schon zum Exit machen. Witzig. Ich lenk den Typen gerade wohl offensichtlich ab. Das habe ich nicht gesehen. Ja, open. Ja, na klar. Zur Not rennst du einfach weg, wenn du nicht anders kannst. Ich finde das komisch, dass er diese Pyramide auf dem Kopf hat. Das passt nicht zu diesem menschlichen Körper. Im halbmenschlichen Körper. Der Charakter ist auch so ein Spiel. Kommst du zu uns oder rennst du raus? Ich komm grad zu euch. Ist nur die Frage, wer von den beiden roten Punkten ist jetzt wer? Also er campt gerade bei ihr. Fuck, komm. Er hat mich nicht gesehen, komm, halt noch eine Sekunde durch. Er ist hinter dir, Achtung, weg! Aufgeschissen, renn! Ich habe Achievement bekommen. Immer für zurückgelassen. Komm, du auch. Mist. Geht. Er rennt weg. Rennt. Er ist hinter euch her. Ah, ich weiß nicht. Ich bin gerade extrem langsam. Scheiße. Ich vertraue euch, dass ihr das schafft. Oh komm, es wäre jetzt ärgerlich, wenn ich es nicht schaffe. Fuck. Ja, komm, lauf. Mindestens einer von euch wird das sicher überleben und der andere. Ah. Vertraue ich drauf. Ich drücke dir die Daumen. Sorry. Er ist bei mir. Rennt raus. Ja, fuck. Ah, sorry. So, nehme ich mit. Ja, aufgespießt. Damit habe ich mich euch zuliebe geopfert. Was heißt dieser Balken, der jetzt langsam runtercheckt? Ist das wie lange die Ausgänge offen sind oder wie? Ja. Ah, okay. Cheers. Ist aber auch neu im Spiel, oder? Zumindest gab es am Anfang nicht. Also definitiv am Anfang vor anderthalb Jahren gab es das schon. Wirklich? Hm? Also, wo ich früher Let's Plays von anderen geguckt habe, gab es das zumindest noch nicht. Ja klar, ist auch schon über 4 Jahre alt das Spiel. Okay, es ist noch möglich bei der Vorhersage mitzumachen, an alle die Interesse haben. Nochmal die letzte Information von mir heute Abend für danach. Wir werden gegen um 11 aufhören. Wenn es Interesse gibt, dann noch zum Beispiel Rocket League zu spielen, dann bitte mir schreiben, dass ich Bescheid weiß. Ich überlege, ob ich danach dann noch Overwatch streamen, wer Lust hat. Und dann gucken. Schreibt mal in den Chat, wer mir zugucken würde. Okay, dann warten wir jetzt auf dich. GTA 5 bitte. Ich habe GTA 5 nicht installiert und ich hatte das tatsächlich mal in Diskussion gehabt, das Spiel anzufangen. Die Frage ist, was ich spielen soll. Also ich bin nicht der Kampagnenfreund bei solchen Spielen. Und der reine Multiplayer, den kennt mittlerweile auch jeder. Da stelle ich das jetzt mal so in den Raum. Ich habe
Millionen Spiele auf der Liste. Ihr könnt mit Ausrufezeichen Discord auf unseren Discord kommen. Dort habt ihr alle Spiele, die ich selber empfehle, Spiele, die ihr selber empfehlen könnt und vieles mehr von Bots mit interessanten Spielen, Sprachchannel, Textchannel, wirklich alles dabei. Mittlerweile auch Channel, wo einfach nur der größte Rotz reingeschickt wird, der richtig witzig sein kann. Also bitte, wenn es euch interessiert, schaut dort mal vorbei. Ausrufezeichen Discord in den Chat oder auf der Info, da könnt ihr auch draufklicken. Ansonsten Ausrufezeichen YouTube, kommt ihr auf YouTube, da könnt ihr euch die alten Projekte angucken, was wir schon gespielt haben, was vielleicht nochmal kommt. Und Ausrufezeichen Instagram. Nicht Insta schreiben, Instagram. Dort findet ihr ab der nächsten Zeit, sag ich mal, in dem nächsten Zeitraum, dann auch immer auch die News und alles, was dann so dazu kommt. Also seid gespannt. Minecraft? Nein. Also ich denke mal, das heißt, niemand wird mir zugucken. Dann lass ich. Wir haben ein kleines Problem. Nee, Problem. Was für ein Problem hast du denn? Ja, die Runden so dauern wieder lange. Das ist immer lustig. Wie gesagt, wir saßen wirklich vorhin. Es ist keine 4 Stunden her, saßen wir hier. Haben mal, also ich und Angelique, beziehungsweise noch jemand anderes, wir haben mal ein paar Runden so gespielt, so 1-2 Runden, um uns einzuspielen. Auch zu gucken, wie das mit dem Sound funktioniert und so weiter. Und im Prinzip, da hatten wir wirklich teilweise, das längste, was wir gewartet hatten, war 1 Minute. Das ist Hammer. Das ist so die Zeit, da fragt man sich eigentlich, ne, wie das ist wie bei Rocket, eigentlich umgekehrt wie bei Rocket League oder Overwatch, wie du es gesagt hattest. Da hast du abends die meisten Leute, das geht sofort los. Und in dem Spiel eigentlich da, wo du denkst, dass die meisten online sind, ist keiner da. Du hast bei deiner Abstimmung dein ganzes Geld reingehauen. Das ist doof, aber erstmal, du kannst deine... du meinst für die Vorhersage, du kannst kein Echtgeld in Kanalpunkte umtauschen und dadurch dann mehr investieren. Kanalpunkte erhältst du ja nach bestimmten Kriterien, ich glaube alle 10 Minuten und paar oder so, wie war das gewesen? Das seht ihr ja unten nochmal, wie verdiene ich Kanalpunkte. Also da, wo ihr die Kanalpunkte ausgeben könnt, könnt ihr runterscrollen oder so oder hoch oben, irgendwo ist das da. Und da könnt ihr draufklicken, das seht ihr, wie man auch mehr verdient. Das ist in jedem Stream gleich. Am meisten verdient ihr natürlich, wenn ihr zuschaut, ein Abo dalasst, was weiß ich, es Freunden empfiehlt, die kriegen ja dann auch nochmal einen kleinen Zuschuss, also ich gönne euch das. Und wenn ihr heute Abend keiner mehr wirklich zuschaut, plane ich einen Stream für morgen, wenn es interessiert. Mal gucken. Wenn du willst, kannst du da dabei sein. Wir werden sehen. Ich würde mal sehen, wie lange ich heute mache. Gut, ich weiß gar nicht mal, was ich sagen soll. Gute Frage. Kannst du vielleicht was singen? Was? Sing doch einfach was. Ach nö. Du kannst den Gesangmodus nicht einlösen. Ja, klar, das sei dir gegönnt, dass du nicht einlösen kannst.
Also wenn du nicht weißt, was du sagen sollst, mache ich noch ein bisschen Werbung für meinen Kanal. Nee. Also. Nee, tut mir leid, ich bin so viel Werbung gemacht. Habe. Ich verzeih's dir. Ich glaub, aber ab jetzt, Leute, bitte hier. Kommt, da kann ich jetzt wenigstens meine Empfehlung geben. Das ist wenigstens keine Eigenwerbung. Kommt drauf an, für wen du das machen willst. Das ist jetzt jemand, der unbekannt ist. Ich hätte jetzt einfach nur für Leute, die Dead by Daylight interessiert, die alten Let's Plays von Gronkh empfohlen. Ach so, na gut, die kennen. Ja. Na gut. Ja, im Prinzip, ich habe eigentlich bei Werbung immer so ein bisschen ein Problem. Ich möchte ja mich selbst vermarkten. Also, vermarkten klingt doof. Im Prinzip mache ich ja meinen Inhalt so für mich. Oh, und klug. Ich empfehle eigentlich grundsätzlich kaum jemanden, außer da, wo ich mir zu 100% sicher bin, dass ich die weiterempfehlen kann, eben weil ich den Inhalt zu 100% teile, also inhaltlich, wie sie es machen und so weiter. Ich habe da den lieben Joey Goodman, da könnt ihr auch gerne ein Abonnement da lassen. Ist auch immer bei Autohost mit drin, wenn ich also nicht mehr streame, dann seht ihr den dann gelegentlich auch am Nachmittag, um die Mittagszeit rum streamt der gerne. Der macht wirklich schön Nintendo-Content. Den habe ich mal kennengelernt gehabt vor ein paar Monaten. Wir haben uns mal unterhalten. Der macht wirklich schönen Content. Und sowas empfehle ich dann sofort weiter, weil ich, wie gesagt, in jedem Stream, wo ich da bei dem reingucke, bin ich begeistert. So wie er es halt macht. Das ist schön. Und Wassermarsch von dir. Davon bin ich nicht begeistert. 700 Bits von Steven953. Vielen Dank für die 700 Bits. Das Singen für mich mache ich dann privat für dich. Und was hast du gesagt, Toni? Ja. Was habe ich gesagt? Das weiß ich nicht. Ich auch. Ich singe für dich, wenn du Rocket League mitspielst. So, ich wollte gerade mit Controller spielen. Nee. Also Dead by Daylight spiele ich nur mit Tastatur. Oh Gott, wir spielen gegen das Schwein. Oh, das Schwein. Wir müssen mal eine Runde machen, wo du mit so einem, mit so einem Radcontroller spielst. Mit einem Radcontroller? Ja, kennst du nicht diese, was du halt normalerweise für Autosimulatoren nimmst? Ach so, ja, dafür müsste ich so ein Lenkrad auch haben. Oh, das will ich mir irgendwann mal holen mit dem Fernbus-Simulator. Das ist halt schweineteuer, sowas. Also, wenn du dir wirklich eins, was relativ Gutes kaufen möchtest, dann ist das schon, sage ich mal, geht das ins Geld, und das habe ich nicht. Auch wenn dir durch Twitch jetzt der ein oder andere Euro so zusammenkommt oder durch Werbung manchmal einen Cent. Aber das ist wirklich, kannst du in die Tonne kloppen eigentlich. Muss man so hören. Du müsst abonnieren. Du kannst dir sonst ein Lenkrad kaufen. Ich hab nicht gesagt, dass ich ein Lenkrad davon kaufen werde. Also, bevor das jetzt hier Grubenschacht. Auf den Generatoren ist, wie heißt der? Ich hab den Namen vergessen. Oh, ich. Charakter. Gibt's eine M16, wurde gefragt. Was? M16? M16 ist doch Waffe. Ja, aber. Also, ja, nein, keine Ahnung. Kenne ich mich nicht aus, aber was sagt mir das jetzt? Ich weiß nicht, wie ich auf die Frage antworten soll. Es ist. Da kann ich leider nicht weiterhelfen. Läuft voll gut. In welchem Tempo arbeiten wir denn hier? Ja, das ist gute Handarbeit. M16 ist ein Sturmgewehr, das Steven auf 3 geschrieben. Danke. Alter Schwede. Die ist es wieder. Die blöde Kuh, ey. Hä? Ich bin gegen das Schwein. Hä? Was ist das Generator hier? Hä? Ich kann die Generatoren nicht reparieren. Ist er vielleicht nicht repariert? Nee. Da ist keins repariert. Ich verstehe das nicht. Ich kann ihn nicht repariert. Du meintest, da sitzt diese Figur oben. Ja, Mist. Ah, jetzt hat sie dich. Keine Sorge, ich rette dich gleich. Sie hat meinen Maulkorb verpasst. Den muss ich mir dann abmachen. Oh. Was genau macht das? Gibt dir dauerhaft Schaden und dann musst du zu so einem Teil hingehen. Ich glaube, weiß nicht, ob du den selbst so abmachen kannst oder zu so einer Montage gehen musst und dann abmachst. Sorry, ich rette dich.
hier mitten in meine Hütte rein. Genau, Falle entfernen. An solchen Dingen, wo der Clown drauf sitzt, dann machst du diese Fallen wieder ab, die du an dir hast. Die? Okay. Oh, Kiste. Geil. Wie, es hat nichts gebracht. Es ist kein Generator, wo da oben drauf sitzt. Nein, es ist kein Generator. Damit kannst du die Maulkörbe, die der Schwein, das Schwein dir gelegentlich drauf macht, abmachen. Nur bei mir habe ich gerade Pech gehabt, das hat mir nichts gebracht. Ja, das Schwein. Ich hänge am Haken. Jetzt habe ich auch so ein Ding. Ja. Lauf weg, Schwein ist doch. Oh, nein. Ich glaube, unter Stress sehe ich hier die ganzen Dinger. Wieso blöd für das Teil? Jetzt kommt sie zu mir. Wie geht es mit dem Zeug umschmeißen? Bei mir nicht so richtig. Gott, Irgen, du musst das doch funktionieren. Warte mal, kann ich hier abmachen? Komm mal her. Bleib mal stehen. Nee, das ist nur heilen weg. Ah, fuck. Aber du kannst nicht mehr stehen bleiben. Doch, kann ich schon, aber das bringt mir nichts. Ich kann dir auch nicht helfen. Nee, kannst du nicht. Geh weg. Ich hab's abgekriegt! Nice. Alter! Ich bin an vier solchen Dingern lang gegangen. Oder? Komm her, ich fass dich an. Ja, ich bin anfassen ist das eine, ne? Aber ja, nicht handgreiflich werden. keine Sorge, ich bin zärtlich. Das spür ich. Jetzt fass mich an. Geil. Na klar. Hä, wo seid ihr denn? Wir massieren uns gerade gegenseitig auf der anderen Seite der Karte. Lässt uns mal bitte unsere Privatsphäre. Das geht so gar nicht. Nee, ich geh jetzt den ersten, der schon hängt. Ich häng auch gleich. Ja, ich häng auch. Und ich sterb. Halt nein, durch, nein, nein, halt durch, ich komme. Nein. Okay, ich lenke das Schwein ab, ihr versucht nach andere Seite abzuhauen. Fuck. Eine Was? Millisekunde zu spät. Ich war genau eine fucking Millisekunde zu spät. Ich hab doch gekämpft, ich hätte bestimmt noch 20 Ja, ich eine fucking Millisekunde früher weiter da gewesen, hätte ich dich retten können. Fuck. Ist egal. Ich war doch schon relativ weit, oder nicht? Blöde Kuh. Wow. Warum reagiert das denn nicht, wenn ich Leertaste drücke? Bei mir reagiert das auch noch nicht zum Spiel. Fuck, fuck, fuck. Okay, sind noch wir beide am Leben? Nein. Das war. Ich darf. Nicht so sinnvoll. Ah, ich dachte, es wäre die andere mit Maske. Es reagiert bei mir nicht, wenn ich damit sprinte. Das ist das Problem. Na komm, schnapp mich.
Frau kriecht zu mir. Na, Digga. Wolle abhängen. Oh, scheiße. Ah, der Platz ist gleich frei. Ja, jetzt hat's mir das Ding in Korb aufgesetzt und... campt jetzt. Wirklich herzlichen Glückwunsch an alle Camber-Killer, die heute rumlaufen. Es ist wirklich wieder fabelhaft, euch zuzusehen. Es ist einfach zum Heulen im Endeffekt. Tony stirbt gleich. Der wartet nur, bis du stirbst, damit er mich dranhängen kann. Es ist ein reines Gecamber. Dafür melde ich den gleich. Oh, bist du jetzt glücklich, Schwein? Ich mach gar nichts. Ich wüsste nicht, was ich sonst machen soll. Ich bleibe jetzt hier einfach liegen. Nö, Protest. Ja, dann frohes Sterben. Warum sollte ich mich noch verteidigen können? Was soll der Rotz? Nö, das ist asozial. Sag ich jetzt so, wie es ist. Das ist asozial. Nimm dir doch mal deine scheiß Taschentücher mit. Kommt jetzt hier schon zum dritten Mal rein und holt sich immer so ein einzelnes Taschentuch. So, den Killer nehmen. Campen, bis der Arzt kommt. Zeit rumkriegen, durch herumstehen. Kein im Prinzip Verweigerung einer normal üblichen Spielteilnahme. So. Also ich würde noch vorschlagen, 1-2 Runden. Prinzip ist er dann schon wieder um 11. Es ist ja wirklich, das zieht sich so, weißt du? Bis ihr besser gesagt, ist was sonst. Wieso, ich bin wieder da. Das ist schön. Passt auch, da kannst du nämlich auch bereit klicken. Achso, oh, ja. Nö, alles gut, das ist gerade erst gekommen. Also war es eigentlich optimal in den Raum marschiert. Ich hatte gerade kurz einen Sinn, weil ich glaube, das habt ihr gehört. Nee. Das kommentiere ich nicht. Gut, mal gucken, ob die nächste Runde wieder fair wird. Also im Sinne von schnell zu Ende bringen oder gar nichts können. Die mit 6 Mal. Oder kommen sie eh noch zurück? Sie gewartet haben wieder zurück. Ah, ich habe einen legendären Skill bekommen. Ah ne, ungewöhnlich. Steht hier. Also trotzdem ein schönes. Oh, es tut mir leid. Corona. Ich weiß, ja. Hast du dich von deinen Zimmergenossen angesteckt? Nee. Allergie. Oh, meine Nase. Ah. Eine Allergie gegen Horrorspiele. Nee, gegen dumme Menschen. Okay, also das war's jetzt, meine Damen und Herren. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und. Es tut mir leid. Das war's wohl gewesen.
Gesundheit. Danke. Ich hoffe einfach mal, dass es jetzt vorbei ist. Ich finde manchmal auch die Ruhe einfach angenehm. Weiß nicht. Die Ruhe, die von einem Nieser zu. Nee. Ja, okay, gut. Aber die Ruhe, manchmal auch zwischen Runden, einfach mal Fresse halten. Einfach mal eine Energie durchnehmen. Oh, ich wollte gerade schon sagen, das ist so die freundliche Art und Weise, um zu sagen, halt doch mal deine Klappe. Das hast du gesagt. Es tut mir leid, ich weiß nicht, was jetzt gerade los ist. Dafür brauchst du dich nicht rechtfertigen, ich glaube. Corona. Genau, nee, aber. Ich denke mal, es gibt viele Menschen, die jetzt vor dem Bildschirm sitzen und genau denken. Ja, mir geht's genauso. Da wird's einmal warm und der Holz ist noch perfekt warm. Ja, kannst aber dieses Jahr froh sein, dass es länger kühl geworden gewesen war, also. Also ich glaube, ich weiß nicht, wie ihr das findet, aber ich glaube, dieses Jahr ist einfach grundsätzlich länger kalt als sonst. Es war aber einmal schon so warm, seitdem habe ich es nochmal schwitzen. Ja, aber weißt du, ich meine, also, ja, das, die letzten Jahre war es immer schon so im Februar schon so warm gewesen, also warm wie Frühlingswetter eben. Und dann hat man schon im Mai spätestens schon Sommerwetter gehabt bis tiefen August. Und jetzt haben wir im März Anfang. Ist das, kann man das noch Anfang sagen? Naja, eher Mitte. So gegen Mitte März haben wir es immer noch relativ kühl und ich glaube, dem Wetterbericht zufolge in Thüringen, ich kann das jetzt für andere Bundesländer nicht sagen, aber ich denke mal, das ist jetzt deutschlandweit eigentlich relativ gleich. Bewegt sich das so um die 0 bis 10 Grad, also im Prinzip frisch. Sehe ich jetzt erst. Ich wurde auf WhatsApp wieder mit Katzenbildern zugespammt. Was? Katzenbildern? Immer dann bespammen immer. Yeah. Jetzt werden ja im Stream die Leute beleidigt. Was? Was? Wer beleidigt? Noch ein bisschen Liebe. Ohne auf den Namen oder auf den Charakter einzugehen, aber der Typ sieht schon aus wie der Killer, der es sein könnte. Könnte auch guter Killer sein, der einfach neben uns hier steht. Ich dachte gerade, da steht irgendwas mit Gelgot oder so. Kommt aus Frankreich. Ich sehe das gerade bei das dabei. Oh, jetzt höre ich mich so an, jetzt höre ich krank. Na, hoffentlich nicht, ich habe nächste Woche Urlaub. Das wäre natürlich doof. Du bist einfach ausgesperrt. Nee. Ja, da kriegst du aber auch mit dicker Nutsch, da kannst du im Flur schlafen. Ich bin krank. Mhm. Ich höre mich nicht. So, wir spielen gegen die Krankenschwester. Oh ja, die brauche ich jetzt.
Die Krankenschwester kann sich durch Mauern und andere Objekte, feste Objekte teleportieren. Nach der Teleportation kann sie für kurze Zeit angreifen oder sich erneut teleportieren, bevor sie an Ermüdung leidet. Dieses verhindert ihre Geschwindigkeit und danke fürs Verschwinden lassen. Das eine Mal, wo ich den Text bekomme, ne, es vorlesen will und es einfach sofort weg ist. Verfallener Kuhstall. Ja, ich hatte es aber auch gerade. Sonst wird mir da irgendwas angezeigt, dann lädt das aber ewig 3 Tage. Hä, warum habe ich jetzt diese Krallen um mich rum? Vielleicht fokussiert sie dich ja, ich weiß es nicht. Ahnung. Also die Grundlagen habe ich noch nicht so ganz verstanden. Von dem Spiel oder von der Frau? Generell. Keine Ahnung. Hä? Die Frage ist ja doch wirklich, wer versteht Frauen schon? Hey. Hä? Vielleicht sagen ja auch Frauen das gegenüber Männern. Och nein. Männer sind einfach. Oh Gott, Scheiße! Oh Gott, ist die hässlich, Alter. Hey. Hast du die schon mal gesehen? Die Krankenschwester? Oh. Ich kenne viele Krankenschwestern, so schlimm sehen die nicht aus. Sollte es weggehen? Fuck. Oh, mich verfolgt sie nicht. Ist aber übrigens schön, dass du die aufhältst jedes Mal. Schön, dass die schon wieder hinter mir her ist. Ich sag nur, das liegt daran, dass du eine Frau spielst. Mhm. Dich verfolgt heute jeder einfach nur, weil du Wolfie und eine Frau bist. Ich hab mich verfehlt. Die wollte ja ihren Charge-Angriff machen. Nächste Runde bin ich ab. Hat die eine Gasmaske auf? Corona. Siehst du, die haben damals schon an Corona gedacht. Blöde Kuh. Die kann übrigens auch mal eine gewisse Zeit sehr, sehr schnell unterwegs sein. Also wenn sie ihre Spezialfähigkeit hat, dann... War es einmal über die Karte. Ich kann schon machen, da ist sie im Feld gelandet. Fokussiert. Die hat doch bestimmt irgendwie so einen Fokusblick. Die fokussiert mich die ganze Zeit. Oh, sie wird mich dann weg, die ist hier. Wo? Wie das gerade war. Bei mir? Nee, Hans. So. Ich hab's schon gespürt, dass sie hier ist. Hast du die Liebe gespürt? Ja. Warum stehst du hier? Ich wollte dich gerade heilen. Nein, das ist keine gute Idee. Zumindest nicht, wenn die Alte da ist. Ich kann mich selber heilen, danke. Gut, das ist schon Haken kurz vor, so bitte. Die ist aber auch wirklich überall. Jawohl, die hängt sich einfach buff. Ich sag dazu nichts. Jetzt lässt die mich da einfach liegen, will die mich verarschen. Weil sie mich gesehen hat, die will mich. Nee, die sieht gerade nur mich. Also hier, wo ich bin, ist sie gerade. Also für die anderen beiden, die ganz weit weg sind. Fang mal an, hier zu rennen. Oh, was ist denn? Ah, da ist noch ein Wesen. Fuck. Nein, renn weg. Ich? Lauf. Das bringt nichts, weil ich... Nachdem, du hast ja einen kurzen Timeout, wenn du dann... Aber da war noch jemand anderes. Achtung, sie steht bei mir. Sie hat mich. Warte mal, bist du da hinten? Ich versuch's. Vielleicht kann ich sie weg. Sie kommt, Achtung. Zu wem jetzt? Nein, bei mir wär. Wenn du bei mir wärst, dann würde das auf dich zutreffen, aber in dem Fall. Jetzt sind aber alle hier. ETF. Scheiße. Und ich repariere hier ganz entspannt die. Okay, ist keine gute Idee, da halte ich erstmal, wer auch immer da liegt. Ja, das bin ich. Ja, jetzt häng ich am Rücken. Attack.
Fuck. Hau ab, ich werde sterben. Für euch. Moin, kannst du mitmachen? Nein. Wir werden sowieso nicht mehr lange spielen. Interne Quellen sagen mir, dass du noch nicht mal alt genug bist, um dieses Spiel überhaupt spielen zu dürfen. Hatten sie Spaß? Ja, 3 Punkte von 5. Haben sie schon was für morgen geplant? Ja, habe ich schon. Ein so circa 1,5 Stündchen mit dem lieben Crazy Maxo TV. Und was das sein wird, das wissen nur die Abonnenten und alle anderen können sich überraschen lassen. Ah, sich selbst hören kann man wohl nicht probieren. Schade. Nö, nur wenn du den so einen Heilkoffer wie ich mitnimmst, so einen Sunny-Kasten. Ich hab einen. Was geht um mich trotzdem? Da musst du stehen bleiben und dann rechts gedrückt halten. Rechtsklick. Wo bist du denn? Ja, bei der Tüsse. Jetzt. Ah ja, die ist an mir vorbei. Ciao. Ciao. Scheiße, jetzt bin ich in der Sackgasse gelaufen. Ah, das war's. Sackgasse. Oh, scheiße. Irgendwie auch nochmal. Also Wolfi, an deiner Stelle würde ich erstmal Generatoren machen, weil du kannst jetzt eh nicht helfen und der Day-Gato ist sowieso jetzt gerade bei Toni im Falle aller Fälle. Ja, ich suche gerade Generatoren. Das bringt sowieso... doch, können noch was bringen. Du wirst gerettet. Oh, ich wollte... Zum Alter hier zu tot. Ja, die will wieder mich gucken. Jetzt auf dich abgesehen. Ja, die will mich. Die ist ganz wild auf dich. Geh mal rechts. Da geradeaus. Genau, genau. Da rechts. Was hier? Geradeaus, ja, ja. Da ist Generator. Ja, nicht gut. Siehst du hier noch? Da. Der ist schon. Toni ist weg. Damit sind sie so noch 2. Das ist der Keller, da würde ich nicht runtergehen. Also du stehst auf sowas. Ja, selbst wenn, es hilft erstmal nicht. So, einer ist noch übrig. Also ein Generator, den ihr machen müsst. Ich glaube, hier ist ein Generator links. Was war das denn? Ich würde aufpassen, da kommt sie bestimmt. Ich glaube, die Wehen treten ein. Ja, das glaube ich auch. Sie kommt hier näher. Wo ist denn jetzt der andere? Weil der hat denn keinen Schaden. Hängt der da irgendwo in der Ecke oder? Ich guck mal, was der gerade macht. Der rennt eigentlich auch gerade rund, weiß er nicht, was er machen soll. Ach du Scheiße, Alter. Hast du ein Schwein gehabt gerade? Ja. Der läuft nur an dieser runden Stelle rum. Warum macht er das? Jetzt funktionieren. Sind so hohl oder was? Alter. Die sieht aber auch aus. Alter. Was ist denn der mit dem Bild? Ade, 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 ade. Oh, der wird mir bestimmt nicht sein. Och, vielen Dank. Er sieht aber auch aus wie so ein Killer. Könnte der zweite Killer sein. Killer der zweite. Oh, das ist ja bestimmt auch schräg, ey. 8 Spieler auf der Karte und 2 Killer. Oh Gott. Das ist super optimal, dass er nebeneinander läuft. Es
fehlt euch im Prinzip ja wirklich nur der eine Generator. Das Problem ist, alle anderen Generatoren, die noch nicht gemacht sind, also alle anderen Generatoren sind noch nicht gemacht worden und deswegen... Also es ist immer einer mehr da, als ihr freischalten müsst. Ja. Da ist einer. Du musst halt komplett von null anfangen. Ich glaube, das Vieh... Nee, es ist bei ihm. Alles gut. Okay, war bei ihm. Die Karte ist dezent klein. So, die Vorhersage ist drauf. Ihr dürft wieder vorhersagen. Das ist eine sinnvolle Vorhersage, ich weiß. Bingo, ihr seid im Arsch. Ja. Der Delgado hätte dir helfen können, ist aber weggerannt. Dann ist er dreimal übers Fenster rein, raus gesprungen. Und dann, wo er reingesprungen ist, kam halt gerade die hübsche, liebe Krankenschwester und hat ihn mal fix mitgenommen. Ja, toll, jetzt muss ich Hilfe finden. Du findest keine Hilfe mehr. Deine Hilfe hängt am Haken. Und diese Hilfe stirbt gerade im Keller. Aber du hast ja Hilfe bekommen von der Krankenschwester. Die will mit dir abhängen. Abhängen ist echt was Schönes. Das machen Jugendliche vor allem ganz gerne. Zwar nicht mit Krankenschwestern, aber... Och, wer weiß. Geben, oh, ganz knapp ist das aber. Ah, Schrei vor Glück. Erst treten die Wehen ein und dann dieses romantische Schreien. Schade, dass das Kind nicht rauskam. Die Krankenschwester war doch nicht so gut. Hätte doch Hebamme werden sollen. Interessante Runde. Er hat so einen komischen Bart. Komischer Typ. Wer ist komisch? Der eine da, der aussah wie ein Killer. Der Bart vor allem. Das sah aus wie so ein Schaumbad oder sowas. Schaumbad. Ist... Beschreibung, ey. Bombe. Das sah halt so aus, als hätte der ein Bart aus Schaum. Ja, das ist der Sinn von dem Schaumbad. Ja, ich weiß, ja. Wollen wir eine Runde spielen? Na klar, eine Runde können wir gerne spielen. Also die Vorhersage steht noch für die Runde, die jetzt kommt. Ihr habt sowieso noch ein paar Minütchen, so lange wie ich denke, dass die Ladezeiten dauern. Da wird gerade fleißig Charakter gewechselt. Oh, ja. Ups. Ich wollte es nur gesagt haben. Also wie gesagt, nochmal von mir ein großes Dankeschön an alle, die heute zum einen zuschauen und zum anderen für die dass wir das wahnsinnige Cheeren, Schreiben, Kommentieren, also im Prinzip ist heute hier eine Menge los. Wir hatten in den letzten, gerade die Dead by Daylight Streams, auch der Stream, der gestern lief, die hatten teilweise so viele Zuschauer wie ganz am Anfang die ersten 2 Monate alle zusammen. Irre. Ich kann es nicht beschreiben. Ich weiß noch, ich habe vor längerer Zeit angefangen und der erste Stream hatte einen Durchschnitt von 0,2 Zuschauern. 0,2 Zuschauer, muss ich dir mal vorstellen, ne? Dass da mal einer drinnen saß und dann irgendwann rausgegangen ist und dann erstmal 0 war. Jetzt fangen die Streams ohne mindestens 3 Leute nicht mehr an.
So, was machen wir jetzt, bis wir die Runde gefunden haben? Das weiß ich nicht. Ich wollte nur irgendeinen Smalltalk reinbringen. Ach, noch eine halbe Stunde schlafen. Na, ich glaube, bei den Ladezeiten schaffen wir noch eine Runde. Ich weiß nicht, wenn ich alleine streame, fallen mir Millionen Themen ein, die man ansprechen kann. Dann streame ich mit Freunden. Genossen! Parteisoldaten! Ich frage jetzt einfach mal die Community, was ihr heute gegessen habt. Ich weiß nicht, zum Mittag. Jetzt haben wir auch gefragt. Ja, nein. Genau, ich frage mal den Spitzenkoch. Was gab's bei dir heute zum Mittag? Lammrückensteak und mit Spinat und selbstgemachter Chilisauce. Wer hat gekocht? Ich. Es wäre auch doof gewesen, wenn du dir die aus der Tüte genommen hast. Dose. aus dem Tiefkühlbeutel. Ja. Ich glaube, zwei Stück habe ich noch im Kühlschrank. Kannst du das bestimmt. Blöd ist, ich habe jetzt meiner besten Freundin versprochen, dass ich zum Vegetarier werde. Das ist doof. Also. Also die zwei noch und dann ist Schluss. Oh, jetzt kriege ich schon wieder Hunger. Du hast immer auf Hunger. Vegetarier? Oh, hey! So ein Vegetarier schön durchgebraten. Mm. Ist es nicht eigentlich vegetarisch, wenn man Vegetarier ist, weil er doch sonst im Leben sonst nichts anderes mehr isst außer Fleisch? Nein. Warum nicht? Du isst dann doch Fleisch. Naja, wenn aber am Ende alles nur noch aus Pflanzen besteht. Statt dem Gehirn einfach so einen Salatkopf. Lecker. Ja, genau. Das ist dann ein gemischter Salat. Machst dann oben die Hirnrinde ab und dann hast du drinnen so einen gemischten Salat, den kannst du essen. Boah. Köstlich. Ich will es mir gar nicht vorstellen. Wenn du den Salat aufgegessen hast, kannst du dann da drinnen Fondue oder so machen. Heißes Fett rein, zack, schön unten erhitzen. Kannst du den Mund so ein Stäbchen reinschieben, so einen Feueranzünder und dann geht das dann hoch und dann kannst du damit das Hirn anzünden, weißt du so? Oh, ich glaub, das. Und Bungee Jumping ist dann wo hier der Salatschleuder. Dann geht's aber richtig ab. Was denkst du, wenn es in dem Kopf, dass alles losgehen kann? Ich glaub, der Stream ist FSK 18. Ich glaub, Dead by Daylight ist für 18-Jährige, oder? Gut, stimmt. Ich schon. Also alle, die unter 18 sind, einfach abschalten. Ja. Nee, ich weiß es nicht, ob man. Also, ich weiß nicht, ob man Dead by Daylight ist. Ist mir eigentlich auch wurscht. 18. Ja. Oder 16, keine Ahnung. Es ist immer getreu der Spruch, Eltern haften für ihre Kinder, also. Ja, ist aber eigentlich auch nur empfohlen im Endeffekt. Ja, klar. Also mir ist es wurscht, bei mir kann jeder zugucken. Eltern haften für ihre Kinder. Ich schreibe hier sogar rein, was für Spiel kommt und so. So, der Steven 53 hat heute nur eine Mahlzeit gehabt und das war Abendbrot und da gab es gebrutzelte Wiener mit Kartoffelbrei. Interessant. Lecker. Ein Einwurf zum Vegetarier.
Er schreibt, aber eine Kuh frisst auch nur Gras und gehacktes ist ja auch Schweinefleisch. Naja, das ist wie das bekannte Kinderschnitzel. Wenn das Schweinschnitzel aus Schwein besteht, das Rinderschnitzel aus Rind und das... Oh Gott, ich kann es mir gar nicht vorstellen. Das Kinderschnitzel ist aus Kindern. Das Kind, die Kinderschnitzel sind aus frischen... Das sind frisch geerntete Kinder. Die werden von anderen Kindern geerntet, nämlich von denen, also die den ganzen Tag 14 Stunden lang da irgendwelche Kakaobohnen sammeln müssen. Und wenn sie nicht mehr können, werden sie von anderen Kindern aufgesammelt und dann gibt es Kinderschnitzel in Deutschland. Nee, du missverstehst das. Wir haben das auch auf der Karte. Ja. Und die Kinderschnitzel, das sind die Praktikanten, die sich nicht benehmen können. Ah, zum Glück bin ich schon lieber in der Küche ein Praktikant gewesen. Ich glaube, dann könntest du den Laden danach Insolvenz anmelden. Oder die bei Feiern und ähnlichem vergessen. Ah, da sind wir doch beim widerlichen Schlachthaus. Passt doch. Mach ich für meine Kiste weg. Das hat halt so dazu gepasst jetzt. Kann ich das wegrappen? Geht das? Oh, hier ist ein Generator, wo man jemand herkommen könnte. Gelegentlich findest du Generatoren, das ist Mike, ja. Michael Myers. Ja, Michael Myers hat mich, glaube ich, gerade gesehen, ja. Das ist der Wendler. Hallo. Na, danke. Er hat mich gesehen. Ich würde nicht rennen an eurer Stelle. Okay. Komm, hallo. Ja, da wird jemand aufgenommen. Was? Der ist Wutschwarz. Ich liebe es abzuhängen. Oh. Jetzt hat er... Du Arschloch. Ist er noch bei dir in der Nähe? Er ist bei mir in der Nähe, ja. Er ist hinter dir, das ist nicht gut. Oh, Alter! Wie der um die Ecke kam, ich hab nichts mehr gesehen. Jetzt hab ich mich für dich geopfert, jetzt ja, das hättest du nicht tun sollen, hab ich gesagt. Aber wie sagt der Wendler immer, egal. Also er hat mich jetzt, er könnte den anderen Typen da retten, der jetzt hängt. Wenn ich hier mal mich irgendwie orientiert finde. Ah, wunderschön. Ich darf spacen. Spaceship to the sky. Ja, er ist bei mir, same. Ja, das ist auch hier bei mir dann mal. Der rennt jetzt gerade weg, von allen Leuten weg. Rettet erst die eine Person, die da liegt, und guckt erst mal euch um, ob der Michael Myers da irgendwo mit der Ecke rumläuft. Ja, da kann sie den retten. Ausgerettet. Ich höre seine Herzschritte, also Herzschritte, ne? Er kommt weg. Also wenn ich jetzt gehackt werde, bin ich tot. Sehr gut. Mein Herz brennt, wenn ich dich sehe. Beim Abhängen tun mir die Füße weh. Mein Herz brennt. Oh fuck. Nimm nicht mich. Nimm die andere. Er holt sich jetzt auch wirklich noch die andere, aber. Jetzt liegen sie alle rum. Ja, same. Schöner Mittagsschlaf hier. Das gönne ich euch. Finde Hilfe, oh ja. Deine Hilfe wird gerade aufgehängt. Die andere Hilfe hängt schon. Also die eine Hilfe hängt schon, die andere wird noch aufgehängt und. Oh ne, hier ist der Schlachter.
Ach, das ist schön, im Kellerraum. Oh, mein Tier ist auch voll. Schlimmer kann sich werden. Ach, schön. Damit ist noch eine Person übrig. Was ist denn? Der sticht weiter auf mich, obwohl ich schon hänge. Ja, okay. Ja, er hat halt wirklich nichts mehr zu tun, deswegen. So, ich glaube. Bronze und der Rest ist einfach ein Witz. Gefühlt die erste Runde war die beste. Okay. Also wenn wir jetzt noch 10 Minuten warten müssten, hätten wir es um 11. Deswegen. Ich bin, bin jetzt sowieso erstmal raus. Gut. Ja. Deswegen wünsche ich euch, meine Damen und Herren da draußen, wünsche ich einen wunderschönen guten Abend. Ich bedanke mich bei allen, die heute da gewesen sind, die auch immer noch live zuschauen. Bleibt noch eine Minute dran. Ich freue mich, dass so viel an Bits geschiert wurde, dass so viel passiert ist. Es kam heute ein neuer Follower dazu. Wir sind bei 77 Leuten. Das ist eigentlich eine Schnapszahl. Darauf könnt ihr alle einen trinken. Trinkt für mich gleich mit. Und was soll man noch sagen? Ich kann mich nur bedanken bei den mittlerweile 9 oder 10 Twitch-Supportern. Ich meine, klar, wurde auch sehr viel verschenkt, aber bei einigen hat es auch so angefangen, dass sie das erste Abonnement geschenkt bekommen haben und dann selber weiterhin abonnieren. Das ist aber natürlich eure Sache, ihr müsst nicht abonnieren. Ja, denkt an die Befehle, Ausrufezeichen Discord, Ausrufezeichen YouTube und Ausrufezeichen Instagram. Das findet ihr auch nochmal in der Infobox auf Twitch. Und wenn ihr auf YouTube gehen solltet, habt ihr das dort auch nochmal zur Information. Also im Prinzip, wenn ihr das auch im Nachhinein seht, ihr kommt immer auf alle Plattformen untereinander. Das habe ich so eingestellt. Ich werde sehen, heute werden wir aufhören. Rocket League, da hat sich jetzt nichts mehr ergeben. Muss es auch nicht immer, also ich glaube immer, wo wir bei Daylight gespielt haben, hat sich ergeben. Das muss nicht immer sein. Ist auch nicht schlimm. Der Chat war heute sehr aktiv. Danke dafür. Also, Wahnsinn, kann ich nicht beschreiben. Ich möchte mich bei euch beiden verabschieden. Angelique, danke, dass du da gewesen bist. Und dasselbe gilt auch für dich, Toni. Wünsche euch schönen Abend. Restabend noch, eine gute Nacht und vielleicht sehen wir uns das nächste Mal wieder im nächsten Stream. In einem der nächsten Streams, besser gesagt. Als Mitspieler oder möglicherweise als Zuschauer. Deswegen verabschiede ich mich erstmal von euch beiden. Tschüss an euch. Sag tschüss. Tschüss. Es war sehr schön mit dir. War sehr lustig. Und denk dran, mir zu folgen. So, Toni, hast du noch was zu sagen? Denk dran, sie zu melden. Hallo. Ja, es war ein schöner Abend. Und dann bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Und das war's geweiht gewesen. Wenn ihr weiteren Content sehen wollt, schaut zwischen Freitag, Samstag und Sonntag zwischen 20 und 23 Uhr vorbei. Ich wünsche allen heute noch einen wunderschönen guten Abend. Lasst es euch gut gehen und seid beim nächsten Mal dabei, wenn es darum geht, etwas Spannendes zu erleben. Gute Unterhaltung, Spaß, Action und viel Liebe stecken wir in die Projekte rein. Und deswegen danke an alle. Schönen Samstagabend. Tschüss.